Herzlich willkommen zu Däffner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 318, lieber Däffner, und wir sind leider doch der kranke Mann. Wir haben jetzt die Diagnose bekommen, das Statistische Bundesamt hat uns ausgestellt, minus 0,3 im vierten Quartal, nach 0 im dritten Quartal und 0 im zweiten Quartal und plus 0,1 im ersten Quartal. Also wenn das nicht aber krank immer noch ist, keine Rezession. Also, ja, ja, ne? aber wenn aber diesmal wird sie wohl kaum zu vermeiden ja, sein. Das also ist, wir sind ja auch schlecht ins Jahr gestolpert. Insofern könnten wir dann in die Rezession kommen. Und also, wenn man mal guckt, was die anderen Länder haben. Mhm. Ganz Europa konnte ja sich ein bisschen beschleunigen im vierten Quartal und wir haben nochmal die Bremse gezogen. Portugal plus 0,8, Spanien 0,6, Belgien 0,4, Italien 0,2, Österreich 0,2, Eurozone 0, Frankreich 0 und wir minus 0,3. Das ist leider kranker Mann. Tut mir leid. Mhm. So ist es. Ja, zum Glück haben wir ja die Europäer, über die wir heute auch noch diskutieren werden. Genau. Unsere europäischen Nachbarn, ja, die uns da ein bisschen am Krankenbett beistehen. Aber also wir sind schon ein bisschen mehr als müde auf jeden Fall. Ja. Ne? Und auch der IWF also, hat uns runtergestuft. Ja, also nur mit zum Espresso ist da nichts zu machen. Haben wir auch Volkswirt heute Mittag in der Sendung gemacht. Der meinte auch, wir sind eher der Schlafende. Wenn, dann sind wir noch der schlafende Mann Europas. Okay. Ja. Für dieses Jahr 0,5, sagt der IWF, und fürs nächste Jahr hat er auch runtergestuft, uns 0,4 Prozentpunkte auf 1,6. Also selbst nach zwei wirklich müden Jahren wird es kein waches 2025 geben. Tja. Na gut, der IWF ist aber auch immer ein bisschen hinterher hängt das Fähnchen in den Wind. Also für nächstes Jahr würde ich da jetzt mal noch nicht so schwarz sehen. Aber wie gesagt, hängt natürlich vieles von den auch vielleicht ein paar Weichenstellungen ab, die man... Ich dachte, du kommst jetzt und sagst, guck dir den DAX an, der hat Rekorde gemacht. Ja, naja, gut, aber wir wissen ja, DAX und der deutsche Binnenkonjunktur sind nicht ein und das Gleiche. Ja? Das stimmt. Aber, natürlich können wir aber darauf hoffen, dass schon von einer Weltkonjunktur, auf die der DAX auch wieder ein bisschen setzt, auf eine Erholung, dann auch wieder Impulse für Deutschland kommen. Aber momentan ist ja da der Gegenwind auch noch stark. Also das sieht ja auch noch nicht nach florierenden Exporten aus. Und China auch wieder mit einer Evergrande negativen Überraschung. Von daher, das wird auch den dortigen Markt noch ein bisschen beschäftigen. Jetzt minus 5% im laufenden Jahr und der Hang Seng mit minus 6,3. Meine ganzen Neujahrsideen sind noch nicht so richtig aufgegangen. Durchgestartet? Ja, da hält der Trend noch an, der negative Trend. Das ist immer das Problem, wenn man sozusagen auf antizyklisch unterwegs ist. Du weißt halt nie, wo dann der Boden erreicht ist. Ja, und der muss nicht unbedingt mit einem Jahreswechsel wechseln, ein negativer Trend. Aber du hast noch 11 Monate Zeit, damit sich das auswirkt positiv. Aber ich nehme an, China, das ist, weiß ich nicht, komische Angelegenheit. Irgendwann denke ich schon mal, da werden sie die Kurve kriegen und die müssen einfach auch noch ein bisschen mehr da noch konjunkturell mehr nachbessern. Ja, die machen jetzt schon dreistellige so Milliarden, aber die machen doch dreistellige Milliarden was, für dies, haben die Zinsen, das, machen dort dann und wieder Geldmenge Short-Spekulation mal eingeschränkt und so weiter und so fort. Ja, aber damit mache ich das, wenn ich dem verbiete, seine Meinung auszudrücken, das ist doch wirklich das Blödsinnigste. Short-Spekulation finde ich auch. Ja, also das hat noch nie funktioniert. Auch hat man in Deutschland auch in der Finanzkrise probiert bei den Banken und jetzt müssen wir unsere Banken retten und das hat unsere große Hypothekenbank, die untergegangen ist, ja, der hat das Short-Verbot auch nicht genutzt und war ja gerade auch nicht. Ja, also das ist die freien Marktkräfte einzuschränken, ist nicht wirklich eine gute Idee. So ist es. Gut. Ja, wir wollen, du hast ja schon gesagt, heute diskutieren über Europa. Wir haben ja vergangene Woche schon so ein bisschen lauter diskutiert. Das hat viele Menschen raus. Es hat viele Menschen gesagt, Mensch, das war mal wieder das alte Däffner und Zschäpitz, wie wir es kennen. Wir waren ja uns ein bisschen zu einig geworden. Wir haben ja auch Bett und Tisch geteilt in Davos und sind, Bett nicht, bitte. Wirtschaftlich denkende nur Menschen. Nur das Zimmer, ja. Genau, das Zimmer. Schon noch mal, sind ja, wirtschaftlich denkende Menschen, die sich immer ähnlicher werden, wie so ein altes Ehepaar. Ja. Und das mochten Menschen, dass wir über Europa mal mehr reden. Und da haben wir das heute gleich zum Anlass genommen. Und es ist ja auch in jeder Neujahrsrede. Und ich war am Montag bei der Deutschen Bank beim Hauptstadtempfang. Und auch da hieß es, wir müssen
ein starkes Europa bilden. Und das ist ja in aller Munde. Und deswegen müssen wir auch nochmal über dieses Thema reden. Ja. Wie sieht ein starkes Europa aus? Und was haben wir da für Vorstellungen oder Vorschläge, auch, dass es klappt? Liegt ja auch nahe, weil jetzt ja auch Europawahl ist. Und es gab ja zwei Parteitage, wo die Europawahl-Spitzenkandidaten kandidiert wurden. Nominiert, ja, bei der FDP und bei der SPD. Und ja. Da hat uns auch ein Hörer ein Bild mit Hoodie, Defner Chapitz, mit der Spitzenkandidatin der FDP geschickt. Ja, ja, ja. Ich würde mal sagen, Shoutout an Hans. Ja, der war auch bei der Weihnachtsfeier dabei. Ja, da haben wir bestimmt neue FDP-Hörer gewonnen, ja? Dann, ich weiß es nicht. Aber das ist auch eine Enttäuschung. Also, liebe FDP, wenn ihr noch wieder, wenn ihr 5% schaffen wollt, also nicht für Europa, da ist es ja nicht so wichtig, aber für andere Parlamente, da muss ein bisschen mehr passieren. Noch. Ein bisschen mehr Strack-Zimmermann, ja? Ja, ja. Ein bisschen mehr klare, aber ja, ich will jetzt nicht sagen klare Worte, weil ich meine jetzt nur dagegen zu nölen, das finde ich ja, ist gegen die Ampelpolitik die eigene Bude bruchreif zu schießen, finde ich jetzt auch nicht die beste Idee gewesen, die man damals beim Heizungsgesetz hatte, und das Ganze alles öffentlich auszudiskutieren, sondern man hätte es ja schön einfach mal hinter den Kulissen diskutieren können und einen sauberen Vorschlag erarbeiten und dann damit einig an die Öffentlichkeit gehen. Ich glaub, und dann auch den anderen mal einen Erfolg gönnen. Also, dass man sich nicht gegenseitig das Schwarze oder den Fingernägeln gönnt. Das ist wirklich, also wenn mal einer einen Erfolg hat, dann sagt man doch, Mensch, das ist unser aller Erfolg. Guck mal, das ist vielleicht deren Idee gewesen, aber dann kann man doch trotzdem stolz draus sein. Aber dann immer so, so kann es nicht weitergehen. Und auch das war in allen Reden oder in allen Sachen, die man hört, 2 Jahre Etatismus und 2 Jahre Stagnation in Deutschland, politisch und wirtschaftlich. Das können wir so nicht aushalten. Und deswegen hoffen wir mal drauf, dass da was passiert. Und vielleicht ist der Defner Chapitz Hoodie dann auch Anlass genug, dass Menschen hier zuhören von der FDP und mal unsere Ideen hören. Und die sind gar nicht so fern der FDP unbedingt. Wir haben da viele Hörer, hat mir mal einer unserer Reporter beim Parteitag erzählt. Er hat gesagt, er wurde mehrfach für unsere Podcast angesprochen. Ja. Gut. Ja. Das ist das Thema. Dann haben wir Bulle und Bär, natürlich auch. Und wir haben, das war's schon. Mehr haben wir nicht. Aber vielleicht hast du noch ein paar. Ich habe noch eine Disposition, weil wir manchmal auch erzählen, was wir machen. So. Ich will ja das Experiment Milei mitmachen, Argentinien, und habe jetzt geguckt, gibt es da einen ETF? Es gibt keinen ETF leider in Deutschland, den man handeln kann. Und ich habe jetzt einfach so die Billo-Nummer gemacht, um mal mit dabei zu sein. Ich habe YPF geholt, das ist dieser Rohstoffkonzern aus Argentinien. Und der ist so eine Art Proxy für Argentinien. Und es gab ja jetzt ja den Generalstreik in Argentinien, da haben aber nur relativ wenige mitgemacht. Also es scheint so zu sein, dass Herr Milei, dass da noch Hoffnung besteht und nicht gleich alles da kaputt gestreikt wird oder sonst was, sondern da ist noch die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt klappt. Ja, spannende Wette auf jeden Fall. Ich habe keine Disposition. Nichts gemacht. Nur ein paar. Wo bist du ausgestopft worden? bei Tesla habe ich erwähnt, ja. Bin ich auch noch nicht wieder rein. Und wie gesagt, es läuft ja gegen mich momentan. Und deswegen bin ich jetzt auch erstmal vorsichtiger, um neue Dispositionen einzugehen. Und guck mal, wann irgendwie das wieder ein bisschen dreht. So. Und soll ich dir sagen, wie Argentinien schon dieses Jahr gelaufen ist? Das muss ich nochmal kurz mitteilen. 34%, jetzt müssen wir das mal in... Nee, in was denn? Das ist das Problem. In Peso. Das ist das Problem. Wir nehmen das jetzt mal in Peso, Euro. Der ist nochmal um 100% abgewertet oder wie? Nee, in Euro auch 34. So. Ich glaube, der hat den Peso nämlich... Das Problem ist, der Peso ist schon gleich, nachdem er an die Macht gekommen ist, im Dezember richtig kräftig abgewertet worden. Seitdem ist nichts mehr gemacht. Also in Euro steht ja auch 34 plus. Also insofern ist da schon eine gewisse Hoffnung dabei. Ich habe jetzt auch die 34 nicht ganz mitgemacht. Ich habe vor... ein paar Tagen, ich gucke mir ja nicht an, wie ich stehe, und habe jetzt auch noch einen Sparplan drauf gemacht. Also einmal ein Einmalinvestor und einmal noch einen Sparplan. Gut. Dran. Gut, aber ich hatte dich bei Tesla gestoppt, da willst du auch nicht wieder rein sofort? Doch, nicht sofort, aber Cathie Wood kauft jetzt schon wieder kräftig zu, jeden Tag irgendwie, sehe ich, seit den schlechten Zahlen letzte Woche und seitdem die Aktie abgeschmiert ist. Ich warte noch ein bisschen ab. Okay. Mal ein bisschen beobachten, aber ich denke mal, das ist so schnell, gibt es da vielleicht keinen positiven Impuls. Also die Aktie hat sich ja auch wieder gefangen, aber... ist jetzt bei 195, sehe ich hier gerade, Dollar. So, weiß nicht. Ja. Aber wenn man die Bewertung von Ford zugrunde legt, müsste sie bei 23 sein. So.
Jetzt kann man sich ja überlegen, wo man Tesla ansiedelt. Ist es jetzt ein schnöder Autobau? Das haben wir auch im Klotzcast diskutiert. Oder ist es doch was in größere Bude, KI, Fantasie, Robotik und sonst was? Dann kann man natürlich da mehr reinbauen. Das ist halt die Frage, was jetzt Tesla ist. Und je nachdem muss man dann halt die Multiples so verändern, dass man dann da einen Wert rauskriegt. Genau. Also wie gesagt, ich bin ja durchaus langfristig positiv, aber wir haben ja alle gelernt, dass es ein bisschen dauert, bis die langfristigen Ankündigungen umgesetzt werden. Also dass sie nicht so schnell kommen, wie immer erhofft und versprochen. Und deswegen, bis da so diese Optimus-Fantasie so richtig einkehrt und die Cybertruck-Fantasie, kann es auch noch ein bisschen dauern und vor allem, bis sich das dann in realen Zahlen niederschlägt. Aber es kann natürlich immer wieder ein neues Fantasiespiel geben oder dass die Aktie wieder antreibt und wieder neue eben Fantasien in den Aktienkurs reinkommt. Gerade sind es mehr die Numbers eher und bisschen, nicht die Narrative. Bisschen, genau. Ist immer die Frage, ist Narrativ oder ist gerade die das ist nicht die Zeit. Ja. Genau, und ist es gerade nicht die Zeit für Narrative bei Elon Musk, Er hat ja wieder seine anderen Firmen, wo er Narrative erzählt, ja, zum Beispiel bei Neuralink, da hat er jetzt den ersten Chip implantiert, ja, einem Menschen. Und der Patient wäre auf dem Weg der Genesung, war zu lesen. Ja, hat er zumindest getwittert. Ich war gespannt, was man da sieht. Ja. Ja, wie gesagt. Also Tesla auf Beobachtung, auf der Watchlist sozusagen und für Wiedereinstieg auf jeden Fall heißer Kandidat und nominiert. Ich bin ja bei Tesla oft immer, weil ich da auch immer mit Trading Hebeln unterwegs bin, dann schnell rein und schnell wieder raus und wird es uns wissen lassen. Werde ich mitteilen. Wird es mitteilen, rechtzeitig, das ist gut. Gut, haben wir sonst noch irgendwie Pflege, die wir am Anfang sagen müssen? Nichts, außer Klotzcast. Kann man irgendwie anscheinend bei Spotify auch als Video sehen. Aber ich habe festgestellt, hätte ich den Link von der Kollegin nicht bekommen, wo das aufzufinden ist bei Spotify, wenn man bei Spotify in die Suchmaske Defner und Chapitz Video eingibt, das ist ein extra Kanal. Und wenn man das eingibt, man findet es einfach nicht. Keine Ahnung, ob die Suchmaschine noch ein bisschen verbessert werden muss, ob die gerade im Übergang von Suchmaschinen sind, ob Defner und Chapitz bei Spotify nicht so gut gelitten ist, dass man es nicht findet. Man konnte nur unseren normalen Podcast finden, aber da ist es in dem Feed nicht drin, das Video. Und ansonsten deswegen kann man sich am besten im Fernsehen reinschauen, live um 17:45 Uhr. Es geht auch nichts gegen live. Es gibt nichts gegen live, nein. Wenn wir da sitzen oder Defner vorher mich nochmal beschimpft oder ich nochmal. Diesmal warst du ganz nett. Aber manchmal sitzen wir da und dann ist schon die Kamerafahrt und die Musik läuft schon. Und der Defner sagt nochmal irgendwas ganz Gemeines. Kollege ist aber nachtragend auch. Ich gucke ihn ja selten so genau an. Und dann werden immer so die Altersveränderungen. Hast du schon gesehen, wie sie das aussieht? Seit einer Woche schon wieder gealtert hier. So, also wir haben ja doch gute Vorsätze. Wir wollen ja nicht unnötig hier rumlabern, sondern einfach und die Zeit der Leute verplempern. Ja, genau. So, und deswegen kommen wir zu Bär oder Bulle. Und da du anfängst mit dem Thema heute, musst du jetzt mit dem Bär oder dem Bullen anfangen. Bitte, Herr Defner. Ich fange gerne damit an. Ja. Und mein Bulle der Woche geht an den weltgrößten Staatsfonds aus Norwegen. Der hat im letzten Jahr einen Rekordgewinn verbucht und ist damit auch wieder auf die Gewinnstraße zurückgekehrt. Sie sind die Gewinne 2023 um 2,22 Billionen norwegische Kronen, klingt großartig, ne? Geklettert. 196 Milliarden Euro. Und im Jahr vorher hat es aber einen Rekordverlust gegeben, in absoluten Summen von 1,64 Billionen Kronen. 2022 war ja auch doch ein turbulentes Börsenjahr und da kam ja eben auch der norwegische Staatsfonds unter die Räder und daraufhin gab es ja gerade aus Deutschland viel Häme und Spott und Warnungen und gesagt, oh Gott, da sieht er wieder, was passieren kann, wenn man irgendwie ein Generationenkapital in Aktienfonds anlegt, ohoho, da kann es auch mal Verluste geben und so weiter und da wurde ja dann davor gewarnt und das war ja dann wieder gegen Aktienrente, gegen Generationenkapital und so weiter ein großes Argument, das da gebraucht wurde. Deswegen möchte ich jetzt nochmal herausstellen, ja, höre die Signale, in diesem Jahr ein Rekordgewinn und das ist dann eine Rendite von 16,1%, ja, und das kann sich wirklich sehr, sehr sehen lassen. 1996 ist der Fonds schon gegründet worden. Er investiert ja die Einnahmen aus dem norwegischen Öl- und Gassektor und ist an mehr als 8.800 Unternehmen beteiligt weltweit.
und besitzt damit 1,5% aller börsennotierten Aktien weltweit. Aber er ist eben nicht nur in Aktien investiert, deswegen kommt die Rendite eben auch nicht ganz an den MSCI Welt heran. Im letzten Jahr, die war glaube ich 20 in Euro, genau, in Euro gerechnet. Ja. Und aber 16,1% für einen Mischfonds, denn man investiert eben nicht nur in Aktien, sondern eben auch in Anleihen, in Immobilien haben die relativ viel. Die haben sogar hier ja, Immobilien, in Berlin haben die auch. In Immobilien, börsennotierte auch Immobilien und auch in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien eben, die stetige Erträge dann auch bringen. Und für so ein breit gemixtes Portfolio sind 16% schon eine sehr, sehr gute Rendite. Und dafür gibt es meinen Bullen der Woche und dringend zur Nachahmung empfohlen. Soll auch demnächst in Deutschland. Es ist wohl angeblich schon im Haushalt sind die 12 Milliarden für das deutsche Generation, sind wohl jetzt schon da. Stimmt, sind in den Haushaltsberatungen da in der letzten Runde doch nochmal mit reingekommen. Ja. Waren ja schon mal raus und dann wieder rein. Also da ist ja auch nicht alles schlecht, was die FDP macht. Ne? Wir haben ja tatsächlich ein bisschen was dann geliefert. Ja. Also es könnte sein, dass es demnächst kommt und dann haben wir auch sowas Ähnliches. Und das wäre ja auch ein ganz ähnliches Anlagekonzept. Und ich finde es immer spannend, dass die Linken oder wer auch immer sich dagegen ausgesprochen hat, nie die Jubelmeldung haben, sondern immer nur, guck mal, das ist verrückt. Genau, deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, dass man einfach nochmal sagt, hallo, bitte zur Kenntnis nehmen und nicht immer nur die negativen Seiten betrachten. Und wenn man sich die langfristige Rendite über dieses Fonds anguckt, dann ist es einfach wirklich, sind die alle sehr reich. Da möchte man Norweger sein. Mhm. Und wenn man sich auf den Norweger rumrechnet, wie viel das mittlerweile schon ist. Ich meine, die haben natürlich den Vorteil, dass sie eben dieses Startkapital haben, nicht Kredite dafür aufnehmen müssen. Das ist natürlich schon was anderes, wenn du jetzt einfach sprudelnde Gas- und Öleinnahmen da reinpumpen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber trotzdem, auf die eine oder andere Weise sollte man eben in Aktien auch investiert sein, auch als Beimischung für die staatliche Altersvorsorge. Da mache ich hier meinen Bullen der Woche hier gleich. Ich wollte eigentlich was anderes jetzt machen, meinen Bären zuerst. Dann mache ich den Bullen der Woche. Das ist nämlich auch private Vorsorge. Und es gab nämlich auch Zahlen, das war von der Linken, das war eine Anfrage der Linken, nämlich ging es darum, wie steht es um die Altersarmut. Und dann kam bei diesen Zahlen raus, dass 42% der Rentner in Deutschland mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1250 Euro auskommen müssen. Und von den 7,5 Millionen Betroffenen sind das auch besonders viele Frauen, 5,2 Millionen Frauen. Und das sind halt mehr als 53% aller Rentnerinnen in Deutschland müssen halt mit diesen weniger als 1250 Euro auskommen. Und der linke Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch hat diese Anfrage gestellt, das war halt vom Statistischen Bundesamt. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter in die Zahlen reingeht, kam dann auch raus, auf weniger als 1000 Euro persönliches Nettoeinkommen kommt dann demnach gut jeder und jede vierte Rentnerin bzw. Rentner, also 26,4. Und auch hier war der Anteil der Frauen deutlich höher, nämlich 36,2% der Rentnerin hat weniger als 1000 Euro. Und wenn man Rentner nimmt, also männliche Menschen, sind das 13,9. Und da sieht man halt, wie wichtig insbesondere auch für Frauen eine private Altersvorsorge ist. Wenn man jetzt mal die durchschnittliche Bruttorente nimmt, die kam dann auch in diesen ganzen Zahlen mit raus. Nach 35 Beitragsjahren war das bei Männern 1728 und bei Frauen 1316. Und das kann sich jeder ja mal ausrechnen, wie, wenn jetzt nur mal diese öffentliche Rente, natürlich muss man sagen, statistisch gesehen kommen natürlich auch, wenn man Immobilien besitzt, kommen Mieteinnahmen noch dazu. Wenn man eine Betriebsrente hat, kommt das noch dazu. Oder wenn man noch hinterbliebenen Leistungen hat und so weiter. Also es sind jetzt nur Durchschnittswerte und eigentlich kommt auf diese öffentliche Rente immer noch privat dazu. Aber es ist halt nicht so viel. Wenn man mal guckt, wenn man Gesamteinkommen nimmt, sind das 1816 Euro bei Männern und 1607 Euro bei Frauen, wenn man diese Zusatzeinnahmen macht. Jetzt kann man sich einfach mal fragen, könnte ich mit diesem Geld im Monat leben und kann seine persönliche Rentenlücke mal ausrechnen. Und dann kann man einfach mal auf beispielsweise zinsen-berechnen.de gehen und kann einfach sagen, wie viel Kapital müsste ich haben, um diese Rentenlücke zu sagen. Nehmen wir an, wir haben jetzt hier mal die 1800 und wir sagen einfach mal, wir brauchen, und ihr müsst ja immer noch sehen, je älter man wird, Inflation und so weiter, es wird teurer im Leben. Es wird nicht günstiger. Und wenn man das sich halt mal anguckt und sagt, ich brauche jetzt einfach mal 1000 Euro Rente mehr im Monat,
die muss ich mir auszahlen, muss mir überlegen, wie lange lebe ich. Dann sage ich einfach mal, okay, 30 Jahre Auszahlung. Und ich sage, während ich das Kapital verbrauche, kriege ich noch 4% Rendite. Also muss ich immer überlegen, ich habe einen Rententopf und dann wirft er immer noch was ab und ich entnehme im Monat 1.000. Und wenn ich einfach mal sage, ich kann noch mit diesem Rententopf 4% Rendite machen, entnehme im Monat 1.000, brauche ich 212.000 Euro, wenn ich mit der Rente anfange. So, und dann kann man einfach ausrechnen, 212.000 Euro zur Rentenbeginn. Kann ich mir heute sagen, wie viel muss ich einzahlen, damit ich bei einer durchschnittlichen Rendite, da muss man immer netto nehmen, von vielleicht 6%, weil wenn man an der Börse das macht, Abgeltungssteuer und so weiter, sage ich einfach 6%, wie viel muss ich im Monat anlegen, damit ich genau das hinkriege. Und das ist eine relativ einfache Rechnung. Und wenn ich jetzt nur 2% Rendite annehme, also wenn ich das Geld im Alter nicht mehr so verzinst anlegen kann, dann brauche ich schon 272.000. Also ihr seht, auch da gibt es Unterschiede, je nachdem, wie man das Geld noch anlegt, wie risikofreudig man ist. Und wenn man mit 8% Rendite rechnet, im Alter braucht man nur 141.000, wenn ich 1.000 monatlich hinnehmen will und 30 Jahre mehr es auszahlen will. Also das sind so die Sachen. Und das kann jeder sich ganz einfach ausrechnen. Und wenn man sich das ausrechnet, kann man auch sagen, ich brauche den Topf, ich will die Summe im Monat auszahlen lassen und muss immer eine höhere nehmen, weil ja später mal braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zuzahlung. Guckt dann, welche Rendite. Und schon hat man seine Rentenlücke berechnet. Das ist jetzt kein Hexenwerk oder sonst was, sondern es ist ganz einfach. Und deswegen sage ich, gerade wenn man diese Rentenzahlen sieht, wie viel öffentliche staatliche Rente ist, und man kann ja nicht davon ausgehen, dass es so bleibt. Die staatliche Rente ist ja bisher so, dass man ungefähr 45% seines letzten Nettoeinkommens hat als Rente. Und das wird ja bei der ganzen demografischen Problematik und bei dem ganzen Wirtschaftswachstum, was wir haben, wird das ja nicht aufrechtzuerhalten sein. Und das kann man ja schon ausrechnen. Und dann kann man auch schon mal sagen, wie viel müsste ich jetzt mal annehmen, wenn ich jetzt staatliche Rente nur noch viel weniger habe. Und man kann sich einfach mal durchspielen und sagen, wenn ich einfach 2.000 mehr auszahle, was muss ich für einen Topf haben? Und deswegen ein Hoch auf die private Vorsorge und einfach auch, wie einfach es ist, wenn ich einfach zinsen-berechnen.de gehe. Das ist ein ganz einfacher Sparplanrechner und es gibt eben auch einen Endsparplanrechner. Auch das ist immer wichtig, wenn ich es wieder mir rausholen lassen will. Wie viel brauche ich dann, damit ich bis zum Lebensende auskomme? Der rechnet dann immer so, dass man am Ende mit null rauskommt, wenn man dann früher stirbt. Also wenn man jetzt, nehmen wir an, man fängt an mit 65, sich auszahlen lassen, sagt 30 Jahre und dann bin ich 96, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber man kann ja dann mit den Zahlen mal rumspielen und das überlegen. Und deswegen sage ich, guckt euch das mal an, auch wenn ihr noch jung seid und das Leben noch vor euch liegt, ist trotzdem schon mal spannend zu wissen. Ja, so, gerade. Und vor allem, da kann man da, wir haben ja unsere Sparpläne auch schon oft durchdekliniert, dass man 200.000, 300.000 doch über 40 Jahre hinweg gut ansparen kann mit einem Ansparplan. Und das kann man sich dann bei zinsenberechnen.de auch ausrechnen, wie viel man braucht, um auf diese Summen zu kommen mit 7-8% Rendite bei internationalen Aktien. Ja, ich würde immer 6 nehmen, weil du hast halt immer noch die Steuereffekte und so weiter. Mit Steuereffekten. Genau, ist fairer, ja. Aber auch das kann man da angeben. Das Schöne ist jetzt, wir wollen jetzt gar nicht Werbung für diese Seite machen. Es gibt auch ganz andere Seiten, wo man das machen kann. Aber es ist so einfach, weil die Leute immer so, ja, weiß ich doch nicht. Ey, im Internet findet man sehr, sehr viel. Dieses Internet. Und da braucht man auch keine künstliche Intelligenz zu. Da gibt es einfach diese Seite und man geht da drauf und kann sich sparen, entsparen, fertig. Ja, oder es geht ja noch einfacher. Du brauchst einfach nur Sarah Wagenknecht wählen und schon hast du alle Probleme gelöst. Echt? Ja, weil die verspricht ja auch wieder Freibier für alle. Das wäre mein Bär der Woche. Ja. Was für ein Übergang hier. Heute läuft das hier smooth, als wie hätten wir es hier abgesprochen. Nein, aber in der Tat, die Sarah Wagenknecht-Partei hat ihren ersten Bundesparteitag wie heißt sie nochmal? Liste Sarah Wagenknecht, ne? Ist nicht Bündnis? Nee, Bündnis, BSW. Ja, das war doch wie der Bundesverband der Zertifikate, heißt doch auch BSW. Zertifikate? Ja, das heißt, BSW ist auch, weiß ich, wie die Zertifikate, die haben sie irgendwie für irgendwas genannt. Das ist auch BSW. Ich gucke nochmal nach, du kannst mal hier deinen. Also BSW, na genau, ja. BSW heißt es. Wollen wir schon richtig nennen, damit auch alle wissen, wo sie ihr Kreuzchen der Seligkeit machen können. Für alle und, mit Milch und Honig. Genau, mit Milch und Honig, damit es dann endlich mal fließt hier. Ja, weil die weiß ja, wie es geht, die Frau Wagenknecht, ja. Also zumindest, wenn mir eher so zuhört, ja. Also zumal, waren wir gerade bei der Rentenbahn, sie fordert ein Rentensystem wie in Österreich, wo die Menschen früher deutlich
deutlich mehr Rente bekommen. Was sie natürlich nicht so deutlich sagt, ist, dass in Österreich auch der Beitragssatz deutlich höher liegt als in Deutschland, bei 22,8% im Vergleich zu 18,6% in Deutschland. Und ja, die Differenz ist ein zweistelliger Milliardenbetrag, der zur Hälfte eben von Arbeitnehmern und zur Hälfte von Arbeitgebern aufgebracht wird. Das heißt also, dass ihr alle in Zukunft, wenn Frau Wagenknecht was zu sagen hat, dann deutlich mehr Rentenbeiträge zahlen müssen, dass sich Arbeiten dann noch weniger lohnt und ja, mit allen Implikationen, dass dann wieder noch weniger in die Rentenkassen einzahlen und dass sie noch leerer sind und. Also das wird wieder nochmal eine neue Negativspirale werden. Und wie gesagt, das hatte Frau Wagenknecht nicht so deutlich gesagt, wie überhaupt sie nicht so deutlich sagt, was das alles kostet, was sie da vorhat. Finanzierungsfragen spielen beim BSW praktisch keine Rolle, außer der pauschalen Förderung nach Belastung großer Konzerne, heißt es hier in einer DPA-Analyse. Ja. Da muss man auch mit Irland sich mal ins Benehmen setzen, ja, weil die dann ja schon die großen Konzerne alle haben. Genau. Man müsste die ja dann von denen abwerben mit hohen Steuern. Genau. Oder die letzten großen, die wir noch haben, werden auch bald weg sein. Ja? Also die einen werden durchs IAA nach USA gelockt, die anderen dadurch höhere Steuersätze hierzulande. Und das Gleiche ist, wird mit den Reichen und Besserverdienenden passieren, die man da alle abkassieren will. Also das wird halt dann wieder leider ein sehr sozialistisches Modell werden. Und das ist der Teil der Rentenfinanzierung bei BSW. Wie gesagt, steht sicherlich vieles mehr auf noch tünernen Füßen an Finanzierungsprojekten. Und im Großen und Ganzen ist das ja ein Sammelsurium von politischen Ideen. Ein großer Teil davon aus dem Reich der AfD. Die nationalen Ideen, ich nenne die ja gerne man soll ja nicht Nazi sagen, aber ich würde mal sagen, eine nationalsoziale Partei. Ja, okay, um nicht sozialistisch zu sagen. Naja, weil sie natürlich die rechten und nationalen Ideen hat, die AfD auch hat. Und das Ganze garniert mit sozialistischen Ideen aus ihrer ehemaligen Linkspartei. Und das ist halt dann das so Rundum-Wohlfühlprogramm. Das ist noch mehr Populismus. Ich finde eigentlich diese Partei also zumindest genauso gefährlich und problematisch für Deutschland wie die AfD. Und vor allem, wenn diese beiden Parteien hier antreten und wir sehen ja in Thüringen, Sachsen teilweise, dass die dann schon teilweise zusammengenommen dann fast Richtung 50% gehen und ist dann nicht mehr einer den Parteien in der Mitte und wenn man die Linke sogar noch dazu zählt, möglich machen, ihr noch eine Regierung zu stellen. Und das wird dann ein problematisches System. Und was dabei bei sowas rauskommt, hat man in Italien mal gesehen, als irgendwie 5 Sterne auf der linken, ultralinken Seite und die Lega auf der rechten zusammen regiert haben. Das war dann auch ein Sammelsurium von konträren Ideen und das ist ganz, ganz schwierig. Das Problematischste finde ich bei der Wagenknecht-Partei nach wie vor allem die Haltung zu Russland und die Haltung im Ukraine-Krieg, dass sie hier so wirklich so treu an der Seite quasi Putins stehen und immer mit dem Argument, ja, wir sind die einzig wahre Friedenspartei, rumlaufen und billige Energieimporte aus Russland fordern. Wie gesagt, das Ganze findet sich bei der AfD auch wieder und man geriert sich als Friedenspartei, aber lässt leider die Freiheit hinten runterfallen und das ist einfach. Mit wem schließt man da eigentlich Frieden? Ich habe immer gefragt, mit wem willst du denn da Frieden schließen? Sie wollen die Friedenspartei sagt ja, wenn wir jetzt der Ukraine keine Waffen mehr liefern, dann ist da sofort Friede. Dann ist Russland zu Friedensverhandlungen bereit, ja? Man höre und staune, ja? Ich meine, erstmal. Und da wird ja immer wieder vergessen, wer der Aggressor ist. Und ich meine, was das für ein Friede ist, das ist ein Diktatfrieden, ja? Und sagt der Putin, okay, ich bin jetzt hier zu Friedensverhandlungen bereit. Hier, liebe Ukraine, ist dein Friedensvertrag hier. Du gibst dein Land auf. Putin hat so oft so klar gesagt, was er die Ukraine entnazifizieren nach seinen Worten will und zerschlagen will und die industriell, was auch immer er vorhat. Also das wird ganz schlimm. Und wer dann glaubt, ja, ich finde, das muss man immer wieder nochmal deutlich sagen, wer dann glaubt, Putin ist damit zufriedengestellt, wenn er die Ukraine bekommt und dann satt, der wird sich täuschen. Und
Und deswegen ist es so gefährlich, wenn man hier mit solchen Vokabeln rumrennt und sagt, wir sind die Friedenspartei und wir müssen doch einfach nur bei der Ukraine keine Waffenhilfen mehr bezahlen und dann ist alles gut. Das ist das Trump-Konzept, ja, an einem Wochenende, genau, Friede. Genau, an einem, genau, Wochenende Frieden. Ja? Das ist genau das, ja. Und davor, tja, kann man immer wieder nur warnen und das klingt alles immer so verlockend und die gute Frau Wagenknecht ist ja so beredt und so eloquent und hat immer irgendwie eine populistische Antwort parat, aber das ist wirklich, wirklich problematisch, wenn AfD und BSW hier große Teile der Wählerschaft abziehen und dann keine vernünftige Politik in der Mitte mehr möglich ist, und das wird unser Land wirklich, wirklich zugrunde führen und deswegen kann man nur warnen und warnen, diesen Verlockungen zu folgen. Ja, meine Meinung. Und dein Bär der Woche. Willst du mal hier sauber abmoderieren, Herr Deffner? Sehr schön. Bündnis Sarah Wagenknecht. Und der heißt Bundesverband für strukturelle Wertpapiere, BSW. So, dann habe ich es auch geguckt. Auch BSW. Ja, müsste man sich vielleicht mal neuen Namen ausdenken. Dann komme ich mal zu meinem Bär der Woche. Das ist was ich bis vor kurzem, muss ich gestehen, noch nie, ich habe es auch nicht auf meinem Handy und bis vor kurzem war ich noch nie auf dieser Plattform. TikToker ist diese Plattform, ist bei jungen Menschen sehr beliebt, ist so wie der Jugendclub, der digitale Jugendclub, habe ich mir erzählen lassen, bei jungen Menschen. Und welchen Eindruck ich jetzt bekommen habe durch diverse Podcasts, die ich gehört habe, dass es eine Plattform für Desinformation ist, die bewusst jetzt nicht nur, weiß ich nicht, mit Schminktipps um die Ecke kommt oder Katzenvideos oder witzig ist, sondern bewusst jetzt auch, würde ich mal sagen, Misstrauen, Politikverdrossenheit und Desinformation mitstreut. Und da wir ja wissen, wer hinter dieser Plattform auch mitsteckt und wer immer mit dabei ist, könnte man ja sogar auf die Idee kommen, ist jetzt nur eine einfache Vermutung oder einfach nur also jetzt denke ich einfach mal laut, dass wenn China schon nicht wirtschaftlich gerade was reißt, dann denken sie vielleicht, hey, dann können wir doch wenigstens dem Westen ein bisschen Desinformation über unsere wunderbare Plattform TikTok mit ans Herz schicken. Früher hat man dann immer gesagt, naja, die verdummen halt die Jugend. Und jetzt könnte man denken, hier wird bewusst so ein bisschen auch Spaltung betrieben. Und die eine Sache, die mich aufgeschreckt hat, war im Podcast von Pivot von Scott Galloway und Kara Swisher, da hat Scott Galloway mal erzählt, wie viele Pro-Palestine-Videos es da gibt. Also die haben wohl Zahlen ermittelt, wie viele Leute Pro-Palestine also Pro-Israel sind. Und da war das Verhältnis der Menschen, die da auf TikTok sind, ist wohl 3-2. Und wenn man dann aber guckt, wie viele Videos Pro-Palestine und Israel sind, ist das Verhältnis 54-1. Und jetzt kann man also nicht sagen, naja, der Algorithmus ist halt so, weil die Leute halt das wollen, sondern der Algorithmus müsste ja dann ein bisschen ausgewogenere Videos machen. Natürlich ist es so, dass Pro-Palestine, wir hatten es ja da auch früher, ich weiß, als der Angriff der Hamas auf Israel war am 7. Oktober und in den darauffolgenden Wochen sah man schon in unserem normalen Fotoserver, dass es mehr Bilder von zerstörten palästinensischen Gebieten gab, als es Bilder gab von Israel. Also man hatte irgendwie schon das Gefühl, dass da irgendwie jemand das medial besser begleitet, sagen wir es mal so. Und das scheint man jetzt auch bei den Videos zu erleben, dass es halt einfach mehr Pro-Palestine, also die scheinen medial besser aufgestellt zu sein und scheinen mehr so Gesangsvideo, sondern sieht man auch so Leute, die sagen, wir müssen hier Genozid und so weiter. Und am Samstag war auch in Berlin hier wieder eine große Pro-Palästina-Demonstration und dann wurde ich von der Polizei begleitet. Ich habe das nur am Rande mal gesehen, weil wir da lang gelaufen sind. Also wie gesagt, das ist ja ein Phänomen, das du auch auf den Straßen siehst. Das ist jetzt nicht so, dass du nur das bei TikTok siehst. Ne? Also ich würde mal sagen, bei Demonstrationen ist das Verhältnis ähnlich, 49-1, ja. 54. Pro oder 54-1. Oder irgendwas. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde aber bei dem Wesen, also es entspricht ja nicht so richtig der Lage der Menschen, die da zugucken. Also insofern ist es einfach, würde ich schon denken, möglicherweise, klar, gibt es mehr Footage, also mehr Material, was da kommt für Palästina, aber eben auch, ich glaube, da ist auch der Algorithmus so ein bisschen so eingestellt, ja, dass du einfach mehr die Sachen kriegst. Du hast vor allem wesentlich mehr Footage und Fotos, ne? Weil du hast jeden Tag bei jedem Bombenangriff hast du natürlich unzählige verletzte Menschen, starke Bilder mit Schäden und so weiter und so fort. Und du hast halt beim Terrorangriff der Hamas, war natürlich ein Terrorangriff, der nicht vor laufenden Kampf
Kameras stattgefunden hat, zum großen Teil. Ne? Und das ist in dem Krieg der Bilder verliert Israel auf jeden Fall. So viel steht fest. Und, ja, aber muss es 54-1 sein jetzt, wenn es um Argumentation geht? Diese Videos sind ja, es geht ja nicht nur um Videos. Weil es natürlich viel Material gibt. Ja klar, es gibt mehr Material. Also. Aber es ist natürlich nicht nur das Video, wo du irgendwie den Vater siehst, der mit seinem Kind, was irgendwie blutet, über die Straße rennt. Das sind immer Bilder, die da gut, sondern sind auch einfach Agitationsvideos, wo du dich hinstellst und dann Gesang machst und dann Bro Palestine und auch Menschen, die da argumentieren, ey, check das mal so. Also wirklich Sachen, wo ich denke so. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, das war ein zweiter Podcast von Gaber Steingart. Der hat mal den Tummelplatz der AfD da sehr schön beschrieben. Und da bin ich auch auf den Posterboy der AfD gekommen, Ulrich Siegmund. Ich weiß nicht, ob jemand Ulrich Siegmund schon mal bei TikTok gesehen hat. Das ist ein junger Mann, kommt unter dem Account Mut zur Wahrheit 90. Das 90 ist nicht, dass er 90% Wahrheit hat, sondern dass er 1990 geboren ist. Und Mut zur Wahrheit 90 ist halt wirklich so ein, der spricht die Leute an, hey, hallo, heute muss ich euch was erzählen. Das war auch der, Siegmund war auch der, der bei diesem Geheimtreffen in Potsdam dabei war, als es um Remigration ging. Und da hat er auch ein Video zu gemacht, das hat 414.000 Aufrufe gehabt und 40.000 Herzen bekommen. Und da darf er dann erzählen, ja, das ist ein Lügenmärchen. Und die Strategie ist wirklich interessant, wenn man sich das mal anschaut. Da sagt er, ja, heute muss ich euch von einem Lügenmärchen erzählen und heute brauche ich mal eure Wahrheit. Das müsst ihr unbedingt vortragen. Und ihr wisst ja, wie das ist. In Deutschland, da ist ja schon Neonazi der, der einen Verbrenner fährt. Und Neonazi ist auch der, der einer geregelten Arbeit nachgeht. Und ihr wisst ja, in Deutschland, derjenige, der die Wahrheit sagt, das wird ja häufig verunglimpft. Und Neonazis, also eher Neonazi. Und so. Also ist wirklich wirklich, macht es sehr geschickt, geht auch konkret auf die Leute ein und sagt so, Mensch, hier. Und hat dann so Zeitungen hoch und sagt, guck mal, oder ist im Landtag von Sachsen-Anhalt, ist er doch Landtagsabgeordneter und sagt, heute bin ich mal ins Foyer gegangen, hab mal geguckt, was da für Karten ausliegen und wie mit euren Steuergeldern umgegangen ist. Und da habe ich eine Karte gefunden, ich gehe Landtag. Und dann wollte er halt damit sagen, dass Steuergeld damit mit so Werbedingern, wo man halt bewusst junge Menschen mit ich gehe Landtag oder Dicker, ich gehe Landtag, das ist jetzt sicherlich nicht die geschickteste Sache, wie man Steuergelder aussieht, aber man sieht halt, wie der da vorgeht, wie er versucht, das bestehende System zu desavouieren, bewusst auch, und er macht das nicht in einem hetzerischen Ton, sondern einfach so fröhlich, hey, hallo, hier. Es gibt auch ein anderes Video von Herrn, von anderen Menschen, wo noch die Kinder im Hintergrund zu hören sind und man denkt sich so, Mensch, das ist ja richtig familienfreudig und weiß ich nicht. Und was man da auffällt, ist, dass bei TikTok scheinen auch diese Inhalte besonders gut anzukommen. Und wenn man sich das eine Video, wo es um diese Remigrationstreffen in Potsdam ging, da gibt es auch viel mehr Aufrufe bei TikTok, als das gleiche Video gibt es auch bei YouTube. Also da sieht man, irgendwie scheint es da häufiger verbreitet worden zu sein. Und da hat man schon den Eindruck, dass möglicherweise TikTok ein Kanal ist, der bewusst spalterische Inhalte, der bewusst emotionale, klar, das macht jedes Netzwerk, versucht mit Emotionen zu spielen, ob es jetzt bei Instagram schöne Menschen sind, dann sieht man diese schönen Menschen, dann denkt so, oh, so sehe ich ja nicht aus. Und dann, klar, die Leute bleiben mehr dran, wenn sie emotional mitgenommen werden, wenn sie aufgewühlt werden, wenn sie sagen, oh, so bin ich aber nicht oder so. Ist klar, dass es dann einfach, das liegt im Geschäftsmodell mit drin. Aber den Eindruck, den ich jetzt bekomme, nachdem ich mir das angeguckt habe, ist jetzt auch sehr selektiv. Ich habe das auch nicht jetzt seit Monaten studiert oder seit Jahren, sondern ich bin einfach nur durch diese beiden Podcasts drauf gestoßen worden, mir das mal anzuschauen. Und das ist halt so eine Art Emotionsbewirtschaftung, die da stattfindet und die von den Algorithmen natürlich gerne aufgenommen wird. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da noch zusätzlich was noch mitgemacht wird. Und deswegen würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob man jetzt gleich sagen muss, hey, Verbot von TikTok, aber ich würde der Politik mal wirklich ans Herz legen. In Amerika ist das so, da dürfen die Politiker sich das gar nicht angucken. Also es ist verboten, TikTok in der Regierung zu benutzen. Dann siehst du aber auch nicht, was da passiert. Und deswegen würde ich schon mal sagen, Freunde, guckt euch mal an, was da passiert. Und vielleicht kann man ja belegen, dass da irgendwas mit Algorithmen gemacht wird und dieses Netzwerk bewusst auch dazu mitgenutzt wird, um die Leute zu spalten, die Leute irgendwie in die Arme von eben Links- oder Rechtspopulisten zu bringen.
Und gerade junge Menschen, die sich hier nicht mehr damit informieren. Und immer so, die Systempresse wird immer schlecht gemacht. Also, das sagen die euch nicht. Oder guck mal, was die für einen Mist schreiben. Oder auch der Rundfunkbeitrag. Und ich meine, wir haben ja auch schon häufiger gegen den Rundfunkbeitrag hier agitiert, haben gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen, die nehmen zu viel Geld oder sparen nicht genug oder packen zu wenig ins Programm, zu viel in irgendeine Verwaltung. Oder auch die Ausgewogenheit des Öffentlich-Rechtlichen würde ich auch sofort mitkritisieren. Habe ich überhaupt Aber jetzt zu sagen, das gesamte Öffentlich-Rechtliche ist Desinformation oder alle Systemmedien sind irgendwie völliger Blödsinn. Aber viele junge Menschen glauben das dann vielleicht sogar langsam und informieren sich dann nur noch über solche Quellen. Und das finde ich ja besonders misslich. Und deswegen würde ich sagen, TikTok ist mein Bär der Woche. Und das Frustrierendste war, einer hat dann drunter geschrieben unter den Poster bei Ulrich Siegmund, es wäre schön, wenn du nächster Kanzler wirst. Und ich dachte mir so, wow. Ja. Ja, aber es ist natürlich halt nochmal hoch 5, was bei anderen sozialen Medien abgeht. Und die Effekte sind ja überall die gleichen, ob es bei Twitter X ist oder bei Facebook. Ich meine, das ist auch schon schmutziger geworden. Bist aber, ja da, zu aber Hause, Videos sind einfach nochmal emotionaler. Okay, und wenn du bei X irgendeinen Schmierfing siehst oder irgendwas, dass du beschimpft wirst oder sonst wie, das liest du, aber das ist wirklich. Der Typ kommt so ran wie der nette Kumpel. Hey Mann, hallo hier, klar. Ich schalte. Oh ja, heute erzähle ich euch mal, was mit dem und dem ist. Und halt, oh, guck, dann hat er die Zeitung da, guck mal auf Seite 1. Neonazi, Verschwörung. Oh, ja, guck mal, das ist doch. Ja, und das macht er halt sehr geschickt. Und das machen andere auch. Und der Kollege Sommerfeld hat auch erzählt, dass er jetzt am Wochenende irgendwie unterwegs war in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es auch so einen Spitzenkandidaten, der war früher Radiomoderator. Und die wissen halt geschickt. Und die AfD hat ja auch Punkte. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Regierung geil ist oder dass sie tolle Politik macht. Hört ihr bei uns ja genauso. Aber dann zu sagen, ja, man müsste AfD machen, aus dieser Unzufriedenheit die umzumünzen und dann mal wegzulassen, was Björn Höcke für Ideen hat oder auch diese Remigration, was da für eklige Gedanken sind. Und in dem Land möchten wir wirklich nicht leben, wo Leute Angst haben müssen, deportiert zu werden. Das muss man halt, ja... Das ist halt nicht die Lösung. So, man kann schon sagen, ja, die Politik ist nicht doll und das hört ihr von uns jede Woche. Aber du sagst ja auch, wenn ich mal eine Idee habe, die vielleicht auch mal im AfD-Programm drinsteht, sagst du auch, ja, ist ja wie AfD. Das darf man halt auch nicht sagen. Also da muss auch Kritik, äußern können. Ja. Die jetzt die AfD hat ja auch im Wirtschaftsprogramm sicherlich ein paar Punkte drin, wo man sagen würde, ja, kann ich mit relaten, kein Problem. Aber man kann nicht mit dieser Partei, mit diesem Gedankengut, mit dieser Idee, mit diesem Illiberalen, das ist nicht das unser genau, Land. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist, weil klar, da gibt es viele liberale Wirtschaftsideen, ist ja auch von liberalen Wirtschaftsprofessoren gegründet worden und damals noch gegen Euro und so weiter und dann wurde es immer extremer. Und auch gegen die Bauern? Ja. Und dann steht und der Söder da ja, und sagt, das ist ja das Krasse. Der Moltke hat ja einen angesprochen und gesagt, hallo, du mit deiner AfD-Kappe hier, ja, du weißt aber schon, dass die AfD dir die ganzen Subventionen kürzen will, ja. Das ist halt so widersprüchlich, ja. Da rennen die bloß aus Unzufriedenheit dann der AfD hinterher. Ja. Einer Partei, die aber sagt, hallo, wir wollen aber die Subventionen komplett abschaffen. Ja? Wären wir auch dabei, nicht komplett, wir wären aber schon dafür, dass man auch mal die Subventionen auf den Prüfstand stellt. Ja, ja, natürlich. Ja, wir auch. Aber sind wir deswegen AfD-Wähler? Nein. Aber die Ideen können gut sein. Ja, also wie gesagt, da gibt es durchaus, da kann man ja viele Punkte und ist ja auch gut, wenn andere Parteien sich Punkte herausgreifen, aber wie gesagt, das Gesamtkonzept ist wirklich illiberal und wie gesagt, und auch teilweise die Haltung, verfassungsfeindlich. Verfassungsfeindlich. Und Höcke darf man als Rechtsextremisten bezeichnen. Ja. Und will man wirklich, dass so jemand Ministerpräsident eines Bundeslandes wird, ja? Und flankiert von Sarah Wagenknecht, die zwar nicht mit denen koalieren will, aber möglicherweise doch der Steigbügelhalter wird, ja? Indem sie da noch mehr Wählerstimmen dann abzieht. Das ist die große Gefahr. Mut macht natürlich der Herrgott. Ja. Ja, am Ende musste der Herrgott retten. Ja? Ein CDU-Kandidat, der ja dann quasi eine Landratswahl gewonnen hat. Okay, ja? Mit dem bezeichnenden Namen Herrgott. Ja. Ja? Ja? Der dann gegen den AfD-Kandidaten gewonnen hat, weil er dann doch viele andere Wähler auch mobilisieren konnte. Und deswegen, vielleicht haben ja die Demos doch auch eine Wirkung, dass die Leute sich zumindest doch noch mal ein bisschen überlegen, wo sie ihr Kreuz da machen. Und es geht, wie gesagt, nicht um eine einzelne Idee, sondern es geht um das Gesamtkonzept einer Partei, die uns zumindest Richtung Ungarn führen will. Die
in eine illiberale Demokratie und uns führen will. Mhm. Und und kein Wunder, dass man auch bei der AfD eben so an der Seite quasi Putins steht, so Ukraine-kritisch ist. Und es ist ja für eine rechte Partei noch weniger nachzuvollziehen als für eine Linke wie die Wagenknecht. Dass die natürlich aus altem sozialistischer Verbundenheit treu an der Seite der Sowjetunion steht mit ihrem Oskar, und Oskar muss dann wieder mal Willy Brandt bemühen. Also das ist ja auch, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er dafür den Kronzeug machen will. So, das ist wirklich, diese Gesamtkonzepte sind wirklich problematisch. So, und deswegen müssen junge Menschen Medienkompetenz mitbringen. Also ich sage ja nicht, dass ihr nicht auf TikTok euch irgendwelche Sachen angucken könnt. Nur muss ich immer fragen, wer ist der Absender? Und was sind möglicherweise die Ziele, die dieser Absender mitverfolgt? Und vielleicht guckt man nicht nur, informiert man sich nicht nur bei TikTok politisch, sondern kann auch andere Plattformen nutzen. Und das macht es dann aus. Also das Gesamtbild ist sehr wichtig. Ich sage nicht, dass man nicht immer so einen Typen sich anguckt und mal sich anschaut, wie man Leute emotional mitnimmt. Aber ja, aber allein dieses Bild, da war er auch in Magdeburg vor einer Bauerndemo und stellt sich dahin und sagt, ja, guck mal. Und dann aber zu wissen, dass im eigentlichen Programm die Bauern noch viel schlechter dastünden, das hat Herr Siegmund natürlich verschwiegen. Ja, gut. Ja. Bär der Woche ist TikTok. Dann kommen wir zu unserem Thema der Woche, und das passt ja auch in dieses politische Umfeld. Und wie gesagt, da gibt es jetzt auch viele politische Diskussionen. Es geht jetzt um Europa, und ich fange jetzt nochmal mit der Wagenknecht-Partei an. Das ist nämlich auch eine Partei, die auch da spalterisch unterwegs ist, und auch da lacht sich Putin garantiert ins Fäustchen, weil ich meine, er freut sich natürlich am meisten, wenn er spalten und herrschen kann, ja. Wie ist der? Teile und Herrsche, ne? Ja. Aber Spalte und Herrsche ist auch ein sehr schönes. Genau, Spalte und Herrsche und Teile und Herrsche, das ist ja das gleiche ungefähr. Ja. Ne? Aber wenn er Europa teilen könnte, dann hätte er da nicht mal einen großen Machtblock gegen sich, dann wäre es für ihn wie ein leichtes Spiel, ja. Und da hat er keine militärische und wirtschaftliche Solidarität mehr, und deswegen hat er ja sowieso die Ukraine. So militärisch, so abwehrbereit sind wir auch nicht. Also sind wir es noch nicht. Aber immerhin sind wir noch 450 Millionen fast, und haben auch eine gewisse Schutz, also auch militärische Schutzverhältnisse untereinander, und die meisten sind ja auch in der NATO, und von daher ist das schon ein großes Bündnis, selbst eben mit Atomwaffen ausgestattet, und das ist schon was, auch wenn Trump kommen sollte und seinen Schutz verweigern sollte, das wird auch einigermaßen, aber wie gesagt, wir müssen hier mehr tun, das ist keine Frage, und das ist deswegen, ich hatte ja auch nochmal ein Rüstungs-ETF mir heute als Bullen rausgelegt, aber die haben wir auch schon oft vorgestellt. Aber das ist weiter ein Trend, der intakt ist, und wo weiter einfach wirklich viel, viel Geld reinfließen muss. Du kannst ihn noch nennen, ja. Aber du kannst auch einen Rüstungs-ETF nennen, wenn du möchtest. Ich fand den, der Han ETF Future of Defense, und den hat die Euro am Sonntag vorgestellt. Okay. Und fand ich eine ganz gute Mischung, weil er doch auch so relativ breit gestreut ist, 79 Unternehmen hat, und breit gestreut sind, zum Beispiel Top 10 Positionen sind CyberArk Software, Checkpoint Software, also auch eben Cyber Security mit dabei, dann kommt Rheinmetall, BAA Systems, Tails, Broadcom, CrowdStrike, RTX Corporation. Und das Kürzel ist NATO. Das ist super. Das Kürzel ist wirklich NATO. Das Bloomberg-Kürzel. Ja, an das NATO. Das ist natürlich sehr treffend. Aha. WKN ist A3EB9T. Ja. Und das nur nochmal so nebenbei. Gut. So, damit wir auch eine Investment-Idee noch mit dabei haben. Genau. Und der ist natürlich auch schon gut gelaufen. Das ist jetzt wieder, das ist jetzt mal so ein Trend-Investment, ja. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, bei so Trendfolge und Trend-Investments, dass man da auf jeden Fall einen Stoppkurs ziehen sollte. Sollte man das? Finde ich schon. Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn die Welt, wenn das uns eins sagt, das Ding muss weitergehen. Ja, ja, dann, aber deswegen, Stoppkurs ist mir ja dann mit dabei, ja. Aber wir haben ja auch schon erlebt, dass Momentum auch irgendwie sich drehen kann. Plötzlich haben wir
Ja, aber das ist ja, wenn du den Index dir anguckst, nein. Da gibt's ja auch wirklich so Netzwerkaktien mit dabei. Die absolut. Auch, wie ich aber deswegen, der Stoppkurs soll ja auch nur eine Absicherung sein. Ja? Okay. Du, idealerweise brauchst du den Stoppkurs ja nicht. Und wenn du 20% runter den machst, dann hast du auf jeden Fall, aber ist natürlich, ist das jetzt keine Neuentdeckung. Wir haben ja seit dem Angriff auf die Ukraine, haben wir ja im Podcast ja, danach wie schon haben wir denn Rüstungsaktien schon. Wir haben bis auf die Rede vom Scholz und die 100 Milliarden, nein. die wir ins Grundgesetz reinstellen. Nein, so nein, richtig, es ist jetzt schon vieles, ist verplant ja, also von einem Sondervermögen, ist durchaus... ja gut, aber die 100 Milliarden sind bald alle und dann ja, ist es vorbei. Dann, dann braucht ihr was mehr. Ja, also, siehst, jeder da muss das ja mehr kommen. Und wenn genau. Trump kommt, weißt du, dass mehr genau. kommen wird. Ja, ja. Und dann weißt du, dass du in Europa es muss auf jeden Fall mehr kommen. Genau, und deswegen sollten davon weiter Rüstungsaktien profitieren. Nichtsdestotrotz finde ich, kann man eben, wenn es doch anders kommt, weil alle Welt das erwartet, sie haben das Gefahr an Trendfolge um Momentum Investments, dass sehr, sehr viele schon dieses Momentum spielen und diese Idee hatten, da ist man jetzt kein Contrarian. Und wenn es dann doch wie anders kommt oder doch, wie gesagt, einfach ein Investment-Trend auch wieder dreht. Dann und, machst du halt einfach einen Sparplan, da hast du halt einen unterschiedlichen Einstiegskurs. Ist doch relativ einfach. Ja gut, Sparplan ist ja noch was anderes. Sparplan kann man damit machen und dann hätte man einen Durchschnittseinstiegskurs, dann wäre man sogar glücklich, wenn es mal runtergeht. Damit man das ist was anderes. Reinkommt. Also Sparplan-Idee ist ja vielleicht ganz gut. Ja. So. Aber auch als Einzelinvestment. So. Aber wie gesagt. Kommen wir zu Europa zurück. Kommen wir zu Europa zurück, zu unserem Thema. So. Also, aber spielt ja alles mit rein. Ja, wie gesagt, also, Wagenknecht-Partei will auch am liebsten hier einen Keil reintreiben und droht zum Beispiel mit der Nichtumsetzung von EU-Vorgaben auf nationaler Ebene, wenn sie wirtschaftliche Vernunft bei Frau Wagenknecht, naja, Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie und Meinungsfreiheit zuwiderlaufen. Ja, da kann man sich natürlich dann immer raussuchen, was man dann umsetzen möchte oder nicht. Funktioniert so, funktioniert natürlich nicht. Hat keinen Binnenmarkt, keine Gemeinschaft. Wenn sich jeder immer so seine Rosine rauspickt, ist ja auch klar. So, aber krasser ist natürlich das, was die AfD jetzt rausposaunt hat, dass die AfD-Vorsitzende Weidel eben in der Financial Times wieder mit einem Dexit gedroht hat, sozusagen, wenn es der AfD nicht gelingt, die EU zu reformieren und den Mitgliedstaaten wieder mehr Souveränität zu geben, dann will sie ein Referendum über einen Dexit haben, so wie es der Brexit eben in Großbritannien war. Und ja, davor. Aber den Deutschland kann ja zustimmen. Das hat man bei den Großbritannien auch mal gesagt. Da hat man aber gesagt, hallo, das war. Nee. Nein. Da würde ich total warnen. Ja? Ich meine, wenn die AfD und dieser Wagenknecht-Klientel sind ja beides quasi Kandidaten für ein Dexit, ja. Und wie gesagt, bei den Briten hat man auch immer gesagt, ja, also so doof sind sie ja nicht, dass sie einen Brexit machen. Und am Ende, womit keiner gerechnet. Und bei Trump hat man das auch gesagt, so doof ist keiner, diesen Idioten zu wählen. Ich sag allen jetzt, Leuten, fahrt nach Großbritannien, fliegt da mal hin oder selbst Irland, da muss man durch eine Passkontrolle, da sieht man schon, alleine an so einem ganz kleinen Ding sieht man, wie ätzend auf einmal wieder die ganze Geschichte ist. Ätzend, das will man nicht. Das ist einfach zu sagen, ich will eine Arbeitserlaubnis irgendwo haben. Ja. Geht leider nicht. London, nö, ist nicht. Ja. Was? Ja. Nee. Aber also, trotzdem, kann ich nur sagen. Nein, aber die Gefahr, all diese Referenden sind ja nicht rational. Und da ging es ja dann wieder darum, dass man irgendwie einer Regierung was auswischt und was auch immer. Diese Irrationalität. Und mit deinen ganzen Social Media, wie du beschrieben hast, wie beeinflussbar das ist. Also wie gesagt, also heutzutage alles möglich. Trump wurde gewählt, der Brexit wurde gemacht. Keiner hat damit gerechnet. Und deswegen kann man gar nicht rechtzeitig davor warnen und rechtzeitig auch Argumente dagegen zu finden. Und das finde ich gut, dass das dann auch viele sich zu Wort gemeldet haben und einfach gesagt haben, ach, nicht die Gefahr unter den Teppich kehren, sondern einfach zu sagen, hallo, wie wichtig Europa gerade für Deutschland ist. Zum Beispiel Michael Hüter hat sich zu Wort gemeldet hier und der ist ja nun wirklich kein linker Ökonom, er ist vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft natürlich ein Lobbyökonom. Ein Lobbyökonom. Ja, man muss es sagen, er ist ein Lobbyökonom. Aber es gibt, ja, so gesehen hat jeder Ökonom eine gewisse politische Richtung. Wie Herr Dolin auf der anderen Seite ist auch ein Lobbyökonom. Ganz einfach. Es sind ein Lobbyökonom. Ja, und dann hast du das DIW, das ist auch linker und das IFO, ist einfach kein ist Ökonom. Das ist einfach ein Hobbyökonom. Lobbyökonom und Hobbyökonom. Der Fratscher ist ein Hobbyökonom mittlerweile geworden. Nein, das ist ja ein linker. Nein. Also er hat bei uns eine Kolumne geschrieben, warum das mit der Leistungsbereitschaft nicht ist. Lass uns einfach mal beim Thema bleiben. Ja? Ich wollte es nur sagen. So,
Wir müssen immer sagen, von wem kommt die Rechnung? Das muss man dazu sagen. So. Ja, aber das ist wieder ein ganz neues Thema. Sag's bitte. Nein. Es gibt hier, ja. Nein, ich sag nur einfach, du musst halt immer gucken, wer hat was berechnet und wer hat welche Argumente. Natürlich. Und da gibt's halt unterschiedliche Ökonomen. Genau. Und je nachdem, von welches Brot du singst, ist, das Lied du singst. Ja, aber trotzdem gibt's auch schon ökonomische, dann kannst du immer sagen, jetzt, das akzeptiere ich jetzt nicht, sondern er zitiert zum Beispiel auch eine Studie aus Großbritannien und sagt, dass nach dieser Studie die Wirtschaftsleistung der Briten bisher um 6% geschmälert wurde. Jährlich werden es 163 Milliarden Euro eben infolge des Brexit, und er rechnet dann das Pi mal Daumen hoch und sagt, wenn die man den britischen Erfahrungen zugrunde liegt, dann würde die deutsche Wirtschaft durch einen Dexit innerhalb weniger Jahre um geschätzte 6% weniger wachsen. Und er geht davon aus, dass in Deutschland sogar noch stärker der Effekt sein würde als in Großbritannien. Und dann in 10 bis 15 Jahren würde es minus etwa 10% betragen. Und dann sagt er, sprechen wir von 400 bis 500 Milliarden Euro Verlust. Also entgangene Gewinne an Wohlstand von tausenden Euro pro Kopf. Ja, das ist also eine grobe Hochrechnung natürlich, ja. Und er sagt es halt einfach auch nochmal klar, keine andere Nation hat durch den EU-Binnenmarkt so stark im Export gewonnen wie Deutschland. Das haben wir letzte Woche auch mal so ungestützt in den Raum geworfen. Dann sagt er auch, nach einem EU-Austritt müsste Deutschland mit deutlich schlechteren Handelsbedingungen zurechtkommen als bisher. Und das eine ist ja der Binnenmarkt durch die EU, und das andere ist natürlich noch die Währungsunion. Die hat ja für die Briten keine Rolle gespielt, in der waren sie ja nicht drin. Deswegen wäre es für uns weitaus folgenreicher. Die Schweizer kommen mit einer starken Währung raus. Ja, aber die Schweizer sind nicht ausgetreten. Ja? Und die Schweizer haben über Jahre hinweg eine starke Währung angepasst. Hat auch was Positives. Ja, aber wenn du jetzt einen Währungsschocks machst, wenn du ja kannst du jetzt sagen, an dieser Stelle, du willst einen Dex und du willst raus aus dem Euro. Das habe ich nicht gesagt. Na, ich ja, sage aber nur immer diese Idee, dass mit einer schwachen Währung, es gibt kein Land in der Welt, das mit einer schwachen Währung Wohlstand geschaffen hat. Es ist einfach ökonomisch, historisch blind zu sagen, wenn wir eine schwache Währung haben, können wir mehr exportieren, dann exportieren wir uns in den Wohlstand. Nein, das geht nicht. Wir hatten einen schwachen Euro, und dieser schwache Euro hat dazu geführt, dass wir unsere Autos in alle Welt verkaufen konnten, dass die Exportwirtschaft glänzende Gewinne gemacht hat. Keine Frage. Leider nur die Exportwirtschaft, die anderen nicht so. Und dass wir dadurch so ein bisschen träge geworden sind. Guck dir die Produktivität an. Die Produktivität ist in Deutschland, hat sich seit den 90er Jahren die Produktivitätszuwächse halbiert. Von 1,8 auf ungefähr 0, irgendwas. So. Und das hat auch damit zu tun, dass du einen schwachen Euro hast und einfach jeder deinen Scheiß abnimmt, weil dein Euro immer weiter abwertet und du auch gar nicht besser werden musst, weil du nimmst jetzt die Hand raus und sagst, das ist aber heute ein lässiger Tag. Und das ist ein Riesenproblem für Deutschland. Und ich würde sagen, einer der Probleme, in der wir in Deutschland hier stecken, ist einfach darin begründet, dass wir einen zu schwachen Euro hatten und unsere Exportwirtschaft einfach exportieren konnte ohne Mühen. Und wenn du das hast, kommst du halt irgendwann, wirst du halt faul, wirst du halt irgendwann unproduktiv und hast du irgendwie nicht mehr die Ideen. Und deshalb finde ich, ist das halt ein Problem. Und ich finde, das Währungsargument ist wirklich ein ganz schlechtes Argument. Nee, das Währungsargument insofern, du kannst aber nicht alles einfach rückgängig machen. Wenn du jetzt sagen würdest, ja gut, jetzt gehen wir da zurück und machen das rückgängig und waren nie drin, ist es was anderes, wenn du sagst, ich steige heute aus. Du kannst sagen, hätte ich bloß nie geheiratet, dann wäre ich jetzt ein freier Mann. Aber wenn du sagst, ich bin verheiratet, 20 Jahre, habe zwei Kinder und jetzt will ich mich scheiden lassen und dann musst du alles auseinanderreißen. Es ist ein ganz anderer, da kannst du nicht sagen, jetzt gehe ich wieder zurück auf los und bin wieder 18-jähriger Single. Ja? Nein, das ist ein Unterschied. Aber meine Idee ist, dass wir in Europa schaffen, was einen starken Euro hat, was lieber mit höheren Zinsen durch die Welt rennt, was lieber mit niedrigerer Verschuldung durch die Welt rennt, was lieber einfach ein starkes Europa, was nicht sich im Währungswettbewerb nach unten bewegt, sondern wo wir einfach sagen, wir wollen wettbewerbsstärkste Region werden. Das wollten wir übrigens immer. Ja. Haben wir nie geschafft. Ja, das wollte die CDU auch. Ja, das wollte Deutschland nicht auch. Das wollte auch Deutschland. Das wir waren die Wettbewerbsstärkste, als wir noch eine starke Währung hatten. Wenn du eine schwache Währung hast, wenn man sich hätte über Jahre anpassen können, dann wäre das möglich gewesen. Vielleicht ist es ein Grund,
ja, wenn du immer sozusagen die Stacheln Fleisch hast, aber so. Aber das ist nicht, kann man nicht wieder zurückdrehen. Nein, aber die Frage ist doch, was wir jetzt machen. So, die Frage, genau. Und da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Meine Vorstellung ist, jetzt wir wollen so, die aber wettbewerbsfähigste Station werden. Aber wieder zu sagen, das ist genau das Argument, dass denen auf die Mühlen, Wasser auf die Mühlen ist, ja. Die dann sagen, ja, wir müssen ja bloß raus aus dem Euro, nein, das raus ja aus nicht. Der EU. Das habe ich nicht ja, gesagt. Ja, meine Idee ist, wenn du sagst, mein wir Europa brauchen eine starke sein, Währung, wir brauchen eine starke Europa D-Mark muss zurück so zur sein, D-Mark. Nein, ja? Mein Europa muss so sein, dass wir uns nicht an den Schwachen orientieren und jetzt nicht, weil du gleich wahrscheinlich zum nächsten kommst, wir brauchen gemeinschaftliche Währung, wir brauchen gemeinsame Schuldenunion und so weiter, dann, das kommt ja wahrscheinlich als nächstes noch und dann haben wir noch, dann können wir noch weiter, wenn wir jetzt noch einmal die Bonität von Deutschland, was ja, habe ich letzte Woche ja schon gesagt, das ist eins der letzten Exportgüter, die wir haben, gute Bonität, weil wir halt eine Schuldenquote von 63% haben. Und wenn wir jetzt in Deutschland anfangen würden, beispielsweise im Grundgesetz den Debt Break zu überhanden, was würde passieren? Wir würden weiter unseren Sozialhaushalt weiter nach oben bringen und würden weitere schöne Sachen machen, würden weitere 10 Jahre verschwenden. Wir müssen jetzt mal klarkommen, wir müssen jetzt wissen, Freunde, wir müssen wirklich radikal umbauen. Und es kann nicht sein, dass wir weiter ein Drittel unseres Haushalts oder sogar mehr, es wird ja tendenziell noch mehr, für Sozialleistungen ausgeben. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Und natürlich kann ich versuchen, und natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, aber daran Europa, ist der Euro nicht schuld und daran ist Europa nicht schuld, aber, sondern daran ist dann eine schlechte Regierung schuld, zum Beispiel die SPD, aber die über Jahre der schwache regiert hat. Euro, ja? der uns das ermöglicht hat, einfach faul und unproduktiv zu werden. Zu sagen, der Euro, das ist wieder so echt so eine Schuldzuweisung, der schwache Euro ist schuld, dass wir haben doch in Euro-Zeiten waren ja. Wir der kranke Mann Europas, ja, zu Gerhard Schröder-Zeiten. Wir sind das überbewertet doch, reingekommen. Nein, das ist doch Schmarrn. Wir sind überbewertet. Wir waren der kranke Mann Europas. Ja. Soll ich das einfach rum? Wir sind zu hoch bewertet in den Euro reingekommen. Es ist gut, wenn man da eine hochbewertete Währung hat. Was brauchten wir deshalb? Eine Anpassungskrise. Was ist passiert? Eine Anpassungskrise. Ja. Wir haben richtig und wir brauchten Reform. Und das haben wir aber nur gehabt, weil wir zu hochbewertet reingekommen sind. Und die anderen alle zu niedrig bewertet. Und deswegen haben die anderen alle Wettbewerbsvorteile kurzfristig gehabt. Und wir mussten uns trimmen und wir mussten das machen. Das war Agenda 2010. Die Lohnstückkosten sind in Deutschland runtergegangen. Wir hatten eine wahnsinnige Produktivität in diesen Jahren. Und nur, weil wir zu hochbewertet, weil wir in den Euro reingekommen sind und einfach zu einem Verhältnis sind. Und dann irgendwann haben wir uns angepasst, waren nicht mehr zu hoch, sondern waren dann so, oh, dann war der Euro für uns einfach wirklich so ein faules Bett und seitdem haben wir das. Und deswegen, nur wenn du mit anderen faulen Leuten zusammen bist, also nicht faulen Leuten, nicht so Leuten, die halt nicht wettbewerbsfreudig sind, die immer die beste Qualität haben wollen. Spanien hat jetzt 0,6% Wachstum, ja, ist auch im Euro, ja. So. Ja. Und andere Länder sind doch besser unterwegs, also kannst du nicht am Euro liegen. Das ist doch eine vollkommen unzulässige Schuldzuschreibung. Wir haben Europa verpasst, uns zu reformieren. Wir haben in Europa, aber das, ja, wir haben als verpasst, uns weiter zu reformieren. Wir waren die Hauptgewinner des günstigen Euro, weil wir halt auch einen Exportüberschuss haben. Und kannst dir die Exportüberschüsse angucken, die sind nach oben gegangen. Die anderen waren nicht so Exportnationen. So, die Gewinne haben wir alle gerne mitgenommen. Ja, wo die auch immer stimmt. geblieben sind, ich weiß es nicht. Bei mir sind sie leider nicht alle angekommen, die mögen bei den Exportunternehmen sein. Da gibt es viele Leute, die reich geworden sind. Und haben dabei aber vergessen, uns zu reformieren und besser zu werden, haben unseren Sozialstaat immer weiter ausgedehnt. Das ist das Problem. Aber das ist doch das Problem. Haben wir noch da was? Ja, aber das ist das Problem. Aber du kannst doch nicht mal sagen, Europa ist schuld und Europa und der Euro ist schuld, dass wir uns in die soziale Hängematte gelegt haben. Lass mich auch mal sagen. Okay, bitte. Sag's bitte. Das ist doch die, wir haben nicht mehr unsere Reform und Politik weitergeführt, ja? Weil wir nicht mehr gezwungen waren. Weil wir nicht gezwungen waren, aber weil es uns in der Tat so gut ging. Aber nicht, weil da. Und was müssen wir jetzt machen? Und da kommen wir, da ist ja der Unterschied. Der Unterschied, den du jetzt sagst, ist, das Letzte, was uns noch geblieben ist, unsere gute Bonität, schenken wir den anderen nein, noch. Das ich und dann, nicht. Dann geht's noch weiter. Lass mich halt einfach sagen. Was wir jetzt verändern müssen, was wir jetzt machen müssen, ist, diese gesamte Veranstaltung so organisieren, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden. Ja, so sage ich jedes Mal hier. Ich sage jedes Mal, wir doch brauchen, nicht mit wir haben die letzten Schulden, Reformen. Wir haben doch nicht wettbewerbsfähig. Ich lache mich hier tot. Dann das hat der Italiener, das, der irgendwie... Moment mal, wir sind ja gar nicht unser Thema heute. Doch, das ist ein, du musst ein, dich doch fragen, du musst dich doch fragen, ja, wer, wollen wir Europa heute aus? Über Europa reden oder wollen wir über über die deutsche Politik reden? Können wir gerne machen. Gut. Ja, wir müssen hier unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das ist doch keine Frage. Müssen wir überhaupt nicht. Natürlich. Sondern wir müssen unsere Politik selber machen. Wir haben sie auch nicht in die Sozialstaatlichkeit genommen. So, wie gesagt, letzte große Reform war von Gerhard Schröder.
Ja, die soziale Hängematte wurde danach, wieder mehr aufgespannt. Also sag mal nochmal. Erstmal wurde sie abgenommen. Gerhard Schröder hat sie abgenommen. Fördern und fordern, Hartz IV. Ja. So. Und dann kam die SPD mit ihrem Trauma. Ja, oh Gott, wir haben Hartz IV eingeführt und jetzt wurden wir abgewählt und so. Und seit diesen Jahren, das hat mit dem Euro überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reines Trauma der SPD gewesen. Nein. Und sie war halt nun mal in der Großen Koalition. Ja, der und Euro hat, war für uns einfach zu die niedrig. Merkel wollte der eigentlich, war für uns ja, zu niedrig und die Merkel guck hat mal an, auch was keine, hat. Die CDU hat ja? auch keine Reformen Brauchtest durchgeführt. Auch nicht. Wozu auch? Ja, natürlich ist der Euro geht? An allem schuld. Nein. Das ist so ein einfaches Narrativ, immer zu sagen, Europa und der Euro sind schuld. Nein. Ja? Ist doch gar nicht, das ist sag doch, mal, das ich ist sag so mal, billig. Eine günstige Währung ist für ein Exportland, wenn sie künstlich günstig ist, ist für ein Exportland einfach wie süßes Gift, wo du sagst, oh, ja, so günstig, schön, so günstig war jetzt der Euro auch nicht. Natürlich. Ja? Und es war, für uns es war ja immer, wenn du den Big Mac-Index anguckst, der ist ja jahrelang auch für die unterschiedlichen Länder gemacht worden. Wenn du in unterschiedliche Länder mal fährst, siehst du ja heute noch, dass wir in Deutschland einfach, dass der Euro für uns einfach viel zu niedrig bewertet ist. Wir bräuchten einen viel höheren Euro. Jetzt möglicherweise jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es ja auch geschafft, uns nach unten zu bewegen. Aber deswegen müssen wir jetzt es schaffen, dass wir mit einem Wettbewerbsgeist Europa nach vorne bringen und nicht absolut. Mit der Idee, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt mal Schulden für alle, weil da könntest du den also schlechten zum Zustand... zum Thema Schuldenbremse übrigens, haben heute die Wirtschaftsweisen gesagt, dass dieses Modell, wie gesagt, warum sind wir hier Wachstumsschlusslicht? Weil wir an unserer Schuldenbremse wie eisern festnagen und die Wirtschaftsweisen haben gesagt, hier die Schuldenbremse muss dringend reformiert werden, was ich auch immer sage. Hast du dir angeguckt, nicht für wie den sie Sozialstaat, ist? Hast du dir angeguckt, nicht wie für sie den Sozialstaat. Hast du dir angeguckt, wie sie geändert werden soll? Hast du reingeguckt? Habe ich nicht, nein, habe ich siehst nicht. Siehst du. Das ist, aber schlimm, sie haben gesagt, die haben einfach nur ein paar Ideen gemacht, die hier durchaus nachvollziehbar sind. Wenn du eine Schuldenquote von unter 60% hast, dann könntest du deine Neuverschuldung auf 1% ausweiten. Wenn du zwischen 60 und 90 hast, kannst du 0,5 machen und danach haben wir halt die 0,35, die wir jetzt haben. So, also gibt es ein bisschen mehr, was Neuverschuldung hergeht. Und das Zweite, was sie gesagt haben, man könnte, nachdem man einen Ausnahmetatbestand hat und dann wieder die Normalität wieder kommt, dann kannst du nicht die gesamte Schuldenbremse sofort wieder reinstallieren, weil du ja dann sofort eine Vollbremsung machst, sondern das sollte man halt etwas smoother gestalten und sollte dann aber den Abbaupfad wieder machen. Das ist die Idee dahinter. Ja, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ja, aber jetzt zu sagen, ja, die Schuldenbremse ist schuld, dass wir keine Investitionen haben, das ist der größte Schwachsinn. Wir haben Steuereinnahmen, die sind fast 1 Billion, die haben sich verdoppelt seit ewig. Die ist einfach falsch ausgegeben worden. Das ging uns einfach zu natürlich, gut. Die Arbeitslosigkeit, der Arbeitsmarkt ja, aber ist zu doch, gut. Was ich immer sage, unsere Sozialpolitik ist falsch. Die ja. Hartz-IV-Politik, die Bürgergeldpolitik ist falsch, die Rentenpolitik ist falsch, aber damit treibt man die Leute gleich wieder an in extreme Parteien, wenn man sowas sagt. Ja, dann schreit ja wieder jeder, ohoho, aber nicht mal eine Agrarsubvention. Ja? Und wie gesagt, das sind die Probleme, da sind wir uns ja einig. Also ich meine, der Euro ist schuld. Wie ist aber jetzt, zu sagen, der Euro und Europa werden? Ist schuld. Nein, Europa... Doch, Europa war einfach keine Wettbewerbsgemeinschaft. Der Euro war für uns zu lasch und deswegen hat er uns nicht angestachelt. Und die anderen, die mussten batteln mit dem Euro, weil für die war er zu stark. Klar, die anderen haben so ein bisschen mehr gebatteln müssen. Für uns war er zu lasch und jetzt musst du halt überlegen, wie kriegen wir Europa so hin, dass wir wieder den Wettbewerbsgedanken haben, dass wir ein Gemeinschaftsbild haben, dass wir allgemein als Europa gemeinsam denken, und aber gleichzeitig war, den Wettbewerbsgedanken haben. Und da darfst du auf keinen Fall eine Transferunion mit Schuldenvergemeinschaftung machen. Das weil dann hast ja auch du, nicht um eine weil Transferunion. Dann hast du mit einem Schlag, wenn man für ein gemeinsames Projekt, wie ein Rüstungsprojekt, gemeinsame Schulden machen würde, das hatte ich letzte Woche auch gesagt, dann ist es noch längst keine Transferunion und da muss man nicht immer irgendwie einen Teufel an die Wand malen, sondern das ist auch keine Vergemeinschaftung aller Schulden Europas oder was auch immer, sondern es wäre ein Projekt mit gemeinsamen Schulden, die kann man als erstrangige Darlehen finanzieren und das drückt dann auch keine Rendite eines Landes oder verändert die zu sehr, sondern da gibt es immer noch individuelle Renditen. Das ist ja auch durchaus richtig und gut so. Aber man kann auch Teile dessen mit gemeinschaftlichen Schulden finanzieren. Das ist überhaupt kein Widerspruch an sich. Ja. Aber ich sage ja auch nicht, dass das jetzt die Lösung aller Probleme ist. Das ist ein Blödsinn. Das ist überhaupt nicht meine These, was du mir jetzt so hier unterstellt wieder. Sondern es geht erstmal darum zu sagen, hallo, wir haben Europa. Es ist gut so, dass wir Europa haben und wir sollten es zu schätzen wissen. Wir sollten diesen riesigen Markt, den wir nämlich als Deutsche auch exportieren, und zwar ohne jegliches Währungsrisiko und weder mit einem weichen noch harten Euro, sondern in eigener
Währung quasi auf diesen riesigen Markt exportieren können. Ein riesiger Binnenmarkt, das sind einfach riesige Vorteile. Und ob jetzt die Währung stark oder allein, dass du kein Wechselkursrisiko in diesem Markt hast, ist einfach ein enormer Vorteil. Ja, aber Teil der Exporte hast du mit Target-2-Seiten finanziert. Weil ich nur darauf hinweise, das ist immer das Totschlagargument. Ein Teil der Exporte ist ja mit Target-2-Seiten finanziert. Und wenn du jetzt den Dexit machen würdest, auch das haben noch nicht mal die meisten Leute gesagt, wäre die Kohle weg. Und dann hättest du 1,2 Billionen. Die Kohle ist nur weg, wenn du einen Dexit machst. Ja, aber du siehst, ein Teil der Exportgewinne, die wir gemacht haben, sind auf irgendeinem Pump, auf irgendwelchen Verrechnungskonten gelandet und haben wir nicht zwingend in Wohlstandsgewinn gemacht. Und diese Target-2-Salden, weiß ich auch nicht. Also das zeigt ja auch schon, dass unsere Gewinne jetzt nicht zwingend bei mir auf dem Konto angekommen sind oder bei dir auf dem Konto, sondern bei irgendeinem Verrechnungskonto, das wir gegenüber der EZB haben, wo man nicht so recht weiß, wenn er überhaupt Zinsen drauf jetzt zahlt oder passiert da. Also ist es auf jeden Fall ein stranges Moment. Und das kann halt nicht so weitergehen. Ich finde, in Europa muss reformiert werden. Ich finde auch sofort, Kapitalmarktunion ist eine Sache, die ich sofort machen würde. Und wenn ich jetzt wieder höre, da sagt die eine Börse, aber bitte, das ist doch unsere Börse in sonst wie. Die andere Börse sagt dies und der andere sagt, aber ich will doch nicht die Anleihen haben oder ich will nicht das haben oder der Broker X ist mir zu doof oder das ist mir zu wettbewerbsfähig. Hey Freunde, da muss man von diesen ganzen nationalen in Deutschland heißt, unser Versicherungssektor ist so groß, den müssen wir aber auch in die Kapitalmarktunion mit aufnehmen. Nein, Leute, wir müssen eine vollkommen Kapitalmarktunion richtig machen, wo es einfach darum geht, freien Wettbewerb zuzulassen und einfach die freien Marktkräfte walten zu lassen und dass wenn ich eine Anleihe ausgeben will, dass sie dann überall gehandelt werden kann, dass ich eine Aktienkultur europaweit schaffe, weil wir brauchen 600 Milliarden, brauchen dafür wir ungefähr ein Europa pro Jahr, wir brauchen ungefähr 600 Milliarden für die grüne Transformation und die kriegt man nicht irgendwie aus Haushalten oder sonst wie, die kriegt man aus der Privatwirtschaft finanziert. Ja. Und das müsste einfach mal laufen. Ja. Und das und funktioniert sowas aber muss man nicht. Machen. Ja. Ja. Aber den Binnenmarkt muss man halt ausbauen, zum Beispiel in diesem Bereich. Und dafür brauchst du halt auch, und wenn die Weidel sich hinstellt und sagt, einfach die komplette EU-Kommission können wir einfach abschaffen. Ja, natürlich gibt es da viel Bürokratie und sollte man da ein bisschen effizienter gestalten, aber natürlich brauchst du auch jemanden, der diese gemeinsamen Regeln formuliert und auf die Einhaltung achtet, weil sonst funktioniert eine Kapitalmarktunion, ein Binnenmarkt aber nicht. Aber wie ist es denn jetzt? Ich war letzte Woche beim Weltwirtschaftsgericht, ich habe da mit Menschen gesprochen, die mir erzählt haben, was Deutschland für Experten in Anführungsstrichen nach Brüssel schafft und was die anderen für Experten in Brüssel haben. Wenn da miteinander verhandelt wird, wie eine Kapitalmarktunion oder wie sowas aussieht, sind wir immer im Nachteil. Und die anderen versuchen immer, ihre nationalen Geschichten noch besser hinzukriegen, weil wir irgendwie meinen, nach Brüssel schieben wir einfach nur die schlechten Politiker, die in Deutschland nichts werden, ab und lassen die da verhandeln. Das kann auch nicht funktionieren. Wir brauchen einen europäischen Geist, wo du. Aber offenbar hat es ja die Börse Frankfurt geschafft, die Regelung gegen die Neobroker durchzusetzen. Also, das war eher in Paris zu suchen, Paris ist ja viel eher, die finden es ja viel schlimmer, wenn du auf einmal einem Privatanleger zu 0 Euro oder zu 1 Euro einen Aktientrade machst, das finden die, da ruft die BNP Paribas mal an und sagt das dann mal, Freunde, was wollt ihr hier? Und das darf es halt einfach nicht geben, dass absolut du alte Erbhöfe hast. Ja, natürlich, dass du aber das ist ja auch hast selber schuld, wenn die doofe Leute nach Brüssel schicken und dann da das über den Tisch gezogen werden. Mit dazu, das dass kann wir natürlich halt auch nicht clevere sein. Leute haben, muss, die auch für am Wettbewerb besten Herrn stimmen. Schäpitz vielleicht. Nein, weil das ist ich bin eigentlich nicht, ich so, bin der weiß ja nicht immer, wie es geht. Nein. Und den würde ich schon längst mal nach Brüssel schicken, weil der wird ja alles gut sein, weil der weiß ja immer, wie es geht. Es geht nur um Wettbewerb. Es geht darum, eine Union zu schaffen, die wirklich die wettbewerbsfähigste Markt der Welt wird. Bin ich bei dir, aber da muss man doch erstmal sagen, aber ich kann nicht zuerst vergemeinschaften hallo und dann das andere machen. Das funktioniert aber nicht. Aber so ist es halt nun passiert. Ja? Manche heiraten halt einfach, weil sie ein Kind gezeugt haben und dann müssen sie so schauen, dass sie das regeln. Aber dann muss andere ich nicht noch weiter vergemeinschaften, machen vorher die Schulden Verträge zusammen. Und nee, alles das will ich nicht, Ehevertrag. Ich will im kleinsten Detail und heiraten dann erst, wenn alles ausgehandelt ist und die Liebe auf der Strecke geblieben ist. Ja, gibt es so viele Möglichkeiten. Aber jetzt ist es halt einfach so, wie es ist und damit muss man dann zurechtkommen. Dann aber muss ich man muss sagen, noch wie mehr vergemeinschaften, überhaupt nicht der Kern meiner Argumentation, aber ich würde auch nicht sagen, dass das schaden würde, aber ist momentan auch nicht, das wir sind ja auch schaden nicht in einer weil du noch ein bisschen länger dein Gemuddel machen könntest, weil du dann einfach noch mehr Schulden machen könntest. Nein, aber wenn wir gemeinschaftliche Projekte, wenn wir Schulden sind schlecht, wir werden weiter Schulden machen müssen für unsere Verteidigungsfähigkeit. So, wie gesagt, du hast es ja erwähnt, die 100 Milliarden Sondervermögen sind mehr oder weniger ausgegeben, also wir werden das europäisch stemmen müssen und es macht doch Sinn, dass wir es gemeinschaftlich stemmen. Ich will
längst für eine europäische Armee. In diesen Bereichen könnte man wunderbare Integration, Gemeinschaftsprojekte sagen, die kann man auch gemeinsam finanzieren. Also ich finde nach wie vor das Bild einer Hausgemeinschaft wie letzte Woche ist gut, dass man eben gemeinschaftliche Ausgaben auch gemeinschaftlich finanziert, und warum soll man das nicht auch kreditfinanziert machen? Also das wäre eine Möglichkeit, aber es ist natürlich nicht überhaupt die Rettung, aber man muss doch erstmal einfach sich für Europa stark machen, ja, und sagen, hallo, wir haben hier unschätzbare Vorteile, wir haben einen riesigen Binnenmarkt, wir haben sehr, sehr viel, wir haben kein Wechselkursrisiko in diesem Binnenmarkt. Aber ich möchte nicht immer da reingehen und sagen, ich bin der größte Profiteur. Wenn ich reingehe in eine Geschichte, in einen Vertrag und verhandle und sage, hier kommt übrigens der größte Profiteur, ja, dann musst du uns aber noch 5 Euro vorher abgeben. Das ist natürlich immer klar. Diese Verhandlungsweise, dass du als Deutschland immer kommst, A, ich habe eine Kriegsschuld noch, B, ich habe noch ein, ich bin der größte Profiteur, damit machst du immer einen schlechten Deal. Und das muss jetzt vorbei sein. Du musst jetzt sagen, wir sind alles Profiteure, wir sind alle große Gewinner von diesem Binnenmarkt. Und auch der Portugiese hat jetzt gewonnen, den Spaniern haben wir ihr Bankensystem mitgerettet, den Irländern haben wir sogar ihre komischen Steuern mitgelassen, denen haben wir die Banken übrigens auch mitgerettet und so weiter. Jetzt sagen wir sind alle Profiteure davon, und so gehen wir in die Verhandlerei, nicht so, wir sind die größten Profiteure, da können wir auch 5 Euro mehr zahlen. Nein, wir können nicht 5 Euro mehr zahlen. Wir zahlen alle so, wie wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist, und nicht, wie wir irgendwie meinen, wie jemand profitiert hat oder ob er den besten oder den schlechtesten Menschen dahin schickt zum Verhandeln. So, und das wäre meine erste Sache schon. Und da gehen wir schon mit dem völlig falschen Gedanken rein. Immer dieses, wir sind die größten Profiteure. Ich möchte es nicht mehr hören. Wir sind derzeit nicht die größten Profiteure der Geschichte. Das sind wir definitiv nicht. So. Und wir profitieren davon, wie andere auch, aber ich würde sagen, Luxemburg ist ein größerer Profiteur, Irland ein weitaus größerer Profiteur, und die zahlen ja auch nicht jetzt irgendwie mehr oder sonst wie. Und Frankreich, würde ich vermuten, sind jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die jetzt ganz doll darunter leiden. So. Und deswegen möchte ich eben dieses Narrativ, es muss halt anders jetzt verhandelt werden und unter einer anderen Voraussetzung, und das wäre meine Idee, wie ich da rangehen würde. Und da muss auch mal irgendwie eine harte eine Reform in Europa passieren. Und wir können nicht so weitermachen. Dann haben wir nämlich irgendwann am 9. Juni wählen wir. Dann werden die Ränder alle schön gewählt. Populisten hier, Anti-Europäer da. Und dann hast du irgendwie nur ein Parlament, wo irgendwie komisch rumgehampelt wird. Dann kriegst du nichts voran. Das kann es nicht sein. Und deswegen wäre mir lieb, dass wir da mal irgendwie nochmal klar uns machen, wir sind alle für Europa. Wir machen uns alle miteinander klar, dass wir für Europa sind. Wir sind für ein gemeinsames Europa. Richtig, wir sind alle große Profiteure, und wir wollen alle gemeinsam irgendwie was davon machen, und nicht der eine ist größer als der andere und jetzt müssen wir nochmal hier und Ausgleich dort und hier noch ein so viel. Nee. Und deswegen, das wäre meine Idee, wie ich jetzt Europa machen würde. Mein größtes Problem bei Europa sind wirklich Länder wie Ungarn oder der neue Slowake ist er, ne? Herr Fico. Die einfach ganz klar sich gegen Europa stemmen, bekennen und dann trotzdem in solchen Gremien mit drin sitzen und trotzdem noch auf Europa Geld kriegen und immer wieder eine Methode finden, um die EU zu erpressen, und wenn es mit einer NATO-Mitgliedschaft ist oder mit einer Bewilligung eines Beitritts eines neuen NATO-Landes oder was auch immer. Irgendwas gibt es ja immer, wo man was blockieren kann. Und deswegen finde ich halt, was als erstes reformiert werden muss, aber es ist natürlich auch das Allerschwierigste, ist dieses Einstimmigkeitsprinzip in vielen Fragen. Und da müssen wir halt ein Kerneuropa haben mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Und die Ungarn gehen ja jetzt sogar schon so weit, dass sie sagen, wenn die Ukraine verliert gegen die Russen, dann kriegen wir sogar ein Stück danach von der Ukraine ab, wo nämlich unsere Landsleute wohnen. Da sind ganz viele Ungarn. Und so geht das schon los. Und du denkst so, sag mal, dann hat der ganz komische Interesse. Wenn du schon so denkst, dann bist so du schon. So ein Land in der NATO und in der EU ja, ist. Und denkt also, dann so, ja, dann kriegen wir aber das Stück Land da noch, weil da leben sowieso schon unsere Leute. Das ist ein Warschauer Pakt, ja. Also, das ist, also, da ehrlich, muss man wirklich sagen, deswegen hallo, müssen wir halt im zweiten mal, wo ihr sein wollt. Eine alte Schäuble-Idee wieder reaktivieren, der mit Karl Lamers damals zusammen diese Idee vom Kerneuropa hat. Da muss man halt sagen, okay, das ist das Kerneuropa der Willigen, da gehen wir jetzt voran und sagen, weiß ich nicht, mit der Achse Deutschland, Frankreich, hoffentlich auch Polen, und vielleicht auch gerne die Italiener und die Spanier dazu. Und dann haben wir halt irgendwie da, das ist das Kerneuropa, die sind sich alle einig, da wird eine Armee gemacht, da werden wir eine Verteidigungsallianz schmieden. Und die anderen können ja auch noch dabei sein, das ist dann halt ein Binnenmarkt eher, aber das ist dann halt eher so ein mit freieren, Club. Mit loseren Regeln. Und dann das können wir auch ja gerne ein bisschen die Gelder zurückschrauben. Und dann können gerne, wir die Gelder auch so verteilen, so wie wir das Subventionen verteilen und schon so gar nicht Gelder nach Ungarn verteilen. Ja. Und bloß irgendwie was finden, wo man nicht mehr so erpressbar ist, finde ich. Und natürlich, klar, wenn eine Regierung sich ändert, kannst du immer wieder, muss es irgendwie so ein loserer Club sein, selbst das Kerneuropa ist natürlich schwierig in der Demokratie, weil
sich natürlich dann wenn die Vorteile so offenbar sind, dann kannst du auch, ja, also ich hoffe ja immer noch, dass halt Menschen auch für rationale Argumente offen sind und jeder, der einfach in Urlaub fährt und einfach nach Europa fährt und nicht mehr seinen Ausweis zeigen muss, der denkt sich doch, ey, wie geil ist das denn? Jeder, der irgendwie mit dem gleichen Geld bezahlt, der irgendwie, weiß nicht, diese Freiheiten, der einfach sagt, oh, ich schicke mein Kind dahin zum Studieren oder mach dies oder mach jenes oder das ist doch, muss doch für jeden offensichtlich sein, dass es eine geile Idee ist und dass man die verteidigen muss. Eine freie, liberales Europa, was attraktiv ist für andere Leute, wo eben so die Freiheit eingeschränkt wird. Wunderbar. Das muss doch irgendwie sein. Eine Ode an die Freiheit. Und das muss einfach mal, es muss ein Freiheitsbündnis sein und das seine eigene Freiheit verteidigt gegen die Feinde der Freiheit und aber die Freiheit auch lebt, ja. Und das wäre ein tolles Europa und an dem wollen wir weiter bauen. So. Jetzt haben wir gar keine Wette. Ode an die Freiheit. Wir sind ja uns jetzt einig geworden, da müssen wir nicht mal gegeneinander wetten. Also, gut. In den Wetten hapert es ein bisschen dieses Jahr. Aber wir haben es besprochen. Ja. Die Welt ein wenig, zumindest unsere europäische diesmal, umrundet. Und aber wie gesagt, die Grundhaltung zu Europa, die sollte man schon bei seiner Wahlentscheidung überprüfen. Und und da finde ich eben sowohl bei der AfD wie bei BSW, da hapert das Bekenntnis zu Europa. Und deswegen warne ich immer davor zu sagen, jetzt der Euro ist an allem schuld und Europa ist an allem schuld, sondern wir haben vieles selbst. Ja. Vielleicht, okay, ging es uns ein bisschen zu gut in diesem Euro, mag sein, ja, aber vielleicht ging es uns auch aufgrund anderer Bedingungen gut. Es sind so viele Sachen in der Rückschau auch nicht auseinander zu fieseln. Es ging uns aber auch gut, weil wir eben Reformen gemacht haben und von denen lange gut gelebt haben und dann alarmt dann immer der politische Reformwelle und wie gesagt, die CDU hat auf ihrem Leib Parteitag ein Reformprogramm 2005 verabschiedet und sind als Reformer angetreten und als Bettvorleger mal wieder gelandet, als soziale Hängematte gelandet, hat sich da natürlich im sozialen Überbietungswettbewerb mit der SPD dann auch nichts gegeben. Nichts, genau. Ja. Und weil natürlich immer der Reformer bestraft wird vom Wähler. Das ist leider das Krux der Demokratie, aber deswegen und wenn der Wähler halt nicht sofort mitbekommt, dass schlechte Politik auch zu persönlich schlechteren Lebensverhältnissen zählt, das ist halt nicht passiert. Aber das Problem, Reformen wirken halt immer erst mit Zeitverzug, ja. Und da ist dann einfach die Wahlperiode schon zu Ende, bevor, wie gesagt, die Erfolge seiner Hartz-IV-Politik auch nicht mehr kassieren. Und die SPD war halt einfach auch so doof, dass sie sich davon noch distanzierte, anstatt dass sie das gut verkauft hat, gesagt, hallo, das ist die Rendite, die unsere SPD einfährt, ja. Aber nein, man muss ja in Sack und Asche gehen und sagen, oh Gott, wir haben Hartz IV gemacht und so weiter, getrieben von der Linkspartei und so weiter. Das ist ja das Problem. Und da kommt wieder nochmal eine extremere Partei am Rand. Und immer ist der Oscar dabei. Und immer ist der Oscar dabei. Immer. Ja. Also wenn ihr den Oscar seht, müsst ihr jetzt immer vorsichtig sein. Das Tuch, vielleicht auch noch. Oh, das auch stimmt, noch das. Ja. Obwohl, es gibt noch Bilder in den 90ern, als ich in Bonn damals war und Oscar Lafontaine, da stand ich auch noch mit in der Menge und habe Oscar gerufen. Der war auch mal ein Hoffnungsträger, also für mich auch mal. Ja, das Beste war, die Börse hatte immer recht und als Oscar Lafontaine damals abgetreten ist, hat die einen riesigen Sprung nach oben. Der war Finanzminister. Der war Finanzminister, Oscar Lafontaine ist abgetreten und der DAX hat einen Riesensprung gemacht. Ich glaube 10% waren es. Ja. Es war fast so wie der VW-Squeeze damals, als man sich bei Porsche verspekuliert hatte. Sehr schön. So, jetzt haben wir wirklich auch noch Geschichte hier mitgeliefert und hoffen, wir könnt ihr was mitnehmen. Hab wieder den lauten Streit gehabt und das hören die Menschen, die hier draußen sitzen, kriegen das immer mit, wenn wir streiten. Ja, vielleicht denken die irgendwann... Irgendwann fliegt hier unser Glaskasten in die Luft. Hier. Ja. Oder die Sprenkleranlage geht an. Wir haben ja auch so einen Sprenkler hier drin. Ich weiß es nicht. Der vielleicht von außen auch zu betätigen, so gegen erhitzte Gemüter. Stimmt, sehr gut. So, das war's. Wir sagen wie immer tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.